du, was ich jetzt mache? Ich mach's jetzt so. Ja, leck mich doch am Arsch, du dummer Wichser. Weg mit dem Idioten da. Herrlich. Ich kann doch nicht wahr sein, ey. Grüßt euch, Leute. Hallo. Ja, moin. Guten Abend. Moin, moin, genau. Egal, wie spät es ist. Das habe ich auch. Kendra, sag du doch mal, das kann doch nicht wahr sein, oder? Dieses Aufgehetze und immer nur reinkommen wegen irgendwas Gestichel, Katze totgefahren, bla, bla, bla. Naja, also zunächst einmal, Martin, die Menschen projizieren meistens das, was ihnen selber auf der Leber liegt, auf andere. Und also das Interesse, das öffentliche Interesse und wen was interessiert, das ist so eine Sache, die Martins Leben kreist um Interesse und natürlich auch um Spenden. Und natürlich interessiert uns, was mit Renés Katze ist. Und das mit Cashy hat uns alle wahnsinnig interessiert. Das ist wirklich so, ja. Und zu Martin, lieber Martin Hüller, also deine super Facebook-Community in Ehren, ich wurde schon zweimal gelöscht auf Facebook, ja, Annetta Kahane und die Julia Schramm haben bei mir persönlich kommentiert, ne, bevor ich gelöscht wurde. Du kannst dich ja mal fragen, warum du als Systemling immer noch auf Facebook bist und du kannst dir ja viel einbilden auf deine 50.000 Follower auf Facebook, die sind nichts wert, weil die Reichweiten sind nicht mehr da, verstehst du? Das ist nicht mehr relevant. Und schau dir mal meine Trolle an. PTA ist jetzt auf allen Fotos in der Weltpresse drauf, verstehst du? Ja, das ja, heißt, sag die Uhrzeit. Ja, ja. Ja, und Manuel Cornelius. Sag die Uhrzeit. 57. 57, genau. Ah, du hast auch eine Funkuhr. Ja, und schau dieser Manuel Cornelius, René, Der hat es in die Primetime geschafft, in die österreichischen Nachrichten. Der Manuel Cornelius trollt die wichtigsten Journalisten Österreichs. Verstehst du? Und geht mit dem Hund vom Bundespräsidenten Gassi. Das sind meine Trolle, Martin. Qualitätstrolle. Wir sind Genies der PR. Und wie schon gesagt, TTAs Fresse ist jetzt auf allen Bildern mit der Haverbeck und dem Narrat, dem Anwalt mit dem Herzen am rechten Fleck. Und das geht jetzt um die ganze Welt. Und du kannst sagen, was du willst, Martin. Ich habe die beste PR-Trolltruppe der Welt und du hast immer nur versucht, alleine zu sein und die Leute, mit denen du zusammengearbeitet hast, hast du alle verarscht und so. Und ja, du buhlst um Aufmerksamkeit und ich habe das schon vor Jahren entdeckt. Ich wusste genau, wer ist clever, wer ist nicht clever. Und meine Super-Trolle, ich konnte natürlich nicht ahnen, dass Kurt Schumacher, der Volkstribun, einen Herzinfarkt kriegt, aber er ist jetzt auf dem Weg wieder zur Genesung. Ich hab die Super-Trolle, Martin. Ich bin der Experte. Darf ich bitte auch dein Super-Troll werden? Ich brauche noch ein Handy, was da irgendwie nicht so... Oder ein anderes, andere Karte drin. Das reißt dauernd ab. Ah. Voll ätzen. Ja, das ist, weil ich mit diesem blöden MacBook Air drin bin und über Bluetooth Tethering mit meinem Super-Handy im Internet. Aber René, du musst zugeben, Manuel Cornelius ist ein Super-Troll, wenn das in die Primetime der Nachrichten geschafft hat, in die Kronenzeitung, die größte Zeitung, die es gibt, wenn mehrmals das SEK da ist, wenn die Journalisten, er verklagt sogar Zeitungen und Journalisten, unser lieber Manuel, und zwar mit Erfolg. Er gewinnt diese Prozesse. Ja, aber was war denn jetzt, sagen wir ehrlich auch mal, was diese Aktion jetzt mit den Plastikwaffen da? Und Schreckschusspistolen war ja auch irgendwo zu sehen. Ey, was war denn das jetzt wieder für eine Nummer? Das war doch was dazu sagen, also. Zum Höhler. Okay. Ja. Hendra, du vielleicht zuerst. Na gut, nein, das sind Fehlinformationen. Der Manuel Cornelius ist ein PR-Profi. Er hat natürlich die Journalisten, die Meinungsmacher und die Fernsehsender und die Polizei, also halt die Politiker, getrollt. Er besitzt sogar richtige Schusswaffen, nur hat ihm die Polizei die leider abgenommen in Österreich. Genau, ihm gefunden wurden, ja, laut irgendeinem Bericht, den ich mal kurz da irgendwo Schreckschusswaffe, ja, das ist Fake, Hase, das stimmt nicht. Er hatte überhaupt keine Anzeige kassiert. Es steht in der Zeitung drin, dass eine Schreckschusswaffe gefunden wurde und dass er deswegen ein Verfahren hat. Aber das stimmt nicht. Und deswegen klagt der Manuel Cornelius jetzt auch gerade wieder aktuell gegen den Typen, der das geschrieben hat. Irgend so ein wichtiger Sohn. Ja, gut, wunderbar. Dann macht er das ja wirklich richtig. So na wie klar, er das macht das wirklich. Er ist ein Genie. Aber trotzdem fand ich diese Aktion, mein Gott, ich habe gedacht, muss das denn sein? Da lässt er sich da wirklich mit irgendwelchen Plastikwaffen nochmal vor der Kinder sehen. Moment, aber witzig, was? Mann, muss das rechtlich, man muss ja denn immer so in die Folge gehen. Aber vielleicht...
Weißt du, vielleicht muss er das ja auch einfach. Nicht immer bloß babbeln, sondern einfach mal die Fakten sehen. Der hatte irgendwelche, sag ich mal, Schreckschusswaffen und andere leichte Waffen da, oder ja, kann man nicht mal als Waffen bezeichnen, zu Hause. Das heißt, er hat sie nicht geführt. Das bedeutet, er braucht auch keinen Waffenschein. Ne? Ach so, René, der ist in Österreich. Da sind andere Gesetze. Brauchst du aber auch keinen Waffenschein, glaube ich, wenn du die zu Hause hast. Ich bin jetzt, damit ihr es wisst, kurz austreten. Ja. Aber er hatte, ist ja der Witz, die Zeitung, und zwar ein wichtiger, der Manuel prozessiert jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal und er gewinnt, verstehst du? Er zermürbt die, und wenn er diese vollstreckbaren Titel hat, dann kriegt er irgendwann seine Gegendarstellung. Und wenn der Manuel Cornelius so weitermacht, dann kriegt er seine 2 Minuten in der Zeit in Bild zur Primetime wegen der Gegendarstellung. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ja nicht bloß die Gegendarstellung. Es ist ja, es ist ja die Public. Also das, was er dann zusätzlich bekommt, ist ja die Öffentlichkeit. Das auch, ja. Er ist ja viel bekannter nachher. Er ist ja nachher viel bekannter. Es geht ja gar nicht darum, ob der jetzt nun eine kleine Strafe bekommt oder keine. Wahrscheinlich kriegt er keine. Aber er ist nachher viel bekannter. Er ist in die Zeitung gekommen. Es gibt ja nicht mal eine Anklage, René. Das ist ja die Lüge. Die Lügenpresse. Ja, das meine ich doch gerade. Ja, wegen was? Wegen was denn? Eben, das ist es ja. Wegen was soll man den jetzt anklagen? Um ihn fertig zu machen. Aber die Trottel wissen ja nicht, dass er die Bullen auf seiner Seite hat. Die Bullen sind ja nicht die Idioten. Die Idioten sind die Politiker und diese Alpha-Journalisten. Die lässt er auflaufen. Ja, nun ist die Frage, falls es eine Anzeige geben sollte, was wird ihm vorgeworfen? Ach so, nee, es steht schon fest, dass nach der Hausdurchsuchung es keinerlei Verstöße festgestellt werden konnten und dass es eben auch keine Schreckschusswaffe gab, obwohl es in der Zeitung stand. Nein, ich will nur sagen, der Manuel, da hat er natürlich Glück, und seine komische Art, das macht er ja absichtlich, so einen auf irre, um die alle zu trollen, damit die lauter Fehler machen. Und am letzten, er hat ja schon zwei Gerichtsverfahren hat er ja schon gewonnen, jetzt kommt das dritte. Und dann wird es langsam kritisch, ne? Weil dann sehen auch die Schlafschafe, dass da also komplett gelogen wird. Ne? Ja gut, abwarten, Tee trinken. Das wird wahrscheinlich so sein, wie du das sagst. Abwarten, Tee trinken. Jetzt mal zurück zum Hüller. Ja. Mit seiner komischen Show hier. Das war vorhin nicht auf Nordic by Nature. Also hier, ich meine hier, ich bin mal kurz ausgerast. Eigentlich war es eher auf den Hüller gerichtet. Und seine Schattenboxer da. Der Typ ist seit einem Monat sogar wieder back, okay? Macht hier überall, verteilt Sympathietulpen und blablablub. Und jetzt sagt der Typ allen Ernstes, ich oder andere Leute brauchen bei ihm den Fuß in der Tür. Also das ist schon mal komplett verrückt. So, ja, ist genau andersrum. Ist genau andersrum. Er braucht die Leute. Er braucht die Gesprächspartner, damit er überhaupt eine Show machen kann. Ja. Ja. Und dann macht er den netten Typen und so. Und auf einmal ist er angepisst, weil ich sage, ey, ist er 20 Minuten, nervt das ein bisschen, weil sich das in den Kreis trete. Und da war er ein bisschen angepisst und auf einmal fiel die Maske runter, gerade jetzt eben, habt ihr ja gehört. Und dann kommt er auf einmal mit irgendeiner alten Geschichte mit meiner Ex, was ihm, süchtig bist, ja. Kindergarten. Also, nochmal, das Thema ist durch. Sie kann mich auch nicht mehr anrufen, gar nichts. Das ist alles geblockt. Das Thema ist komplett durch. Jetzt kommt der Typ mit so einer Scheiße um die Ecke, weil er sich nicht zu helfen weiß. Weil er will mich gerne anpissen. Das kann er ja gerne machen, ja. Und dann kommt er mit der Scheiße, weil er nichts hat, gar nichts, der Typ. So. Und da hat er mir mal endlich gezeigt, was der große Meister kann. Hat er endlich mal gezeigt, was der große Meister kann. Er kann einen Scheiß, kann er. Ja, also das ist jetzt der große Martin. Entschuldigung, aber Martin. Aber sein größter Mann, das hast du gut erkannt, in der einen Sekunde, wo er gesagt hat, oh, du hast bei mir, Papa Schlumpf, den Fuß in der Tür und so. Ja. Und da hat er dir schon fast einen Vorwurf gemacht, dass du dich bei ihm eingeschleimt hast, weil du so lange in seiner Sendung warst und so. Weil ich zweimal in seiner Sendung war, zweimal. Ey, das HO-Dorf funktioniert nach ganz einfachen Mustern. Jeder, der ein HO aufmacht und den vernünftig moderiert, hat seine 100, 200 Zuseher. Ne? Ja. Also so einfach ist es. Ja, außer wenn Joe kommt und plötzlich einwandfrei bescheinigt, dass das total scheiße moderiert ist. Dann verliert man schlagartig 40 Zuschauer, nur weil Joe da ganz fest dran glaubt. Das ist wirklich ein Phänomen. Und sagt, es ist eine Katze. Und
Aber Hasel, du musst zugeben, der Manuel Cornelius, ich meine, in Österreich ist es einfacher zu trollen als in Deutschland, aber der Dennis, der ist auch ganz schön raffiniert, ne? Dass er jetzt seine Fresse, und das mit Haverbeck geht ja um die Welt, diese Berufung, die gescheitert ist. Ich will ihn Narad ja nicht vorwerfen, dass er, eigentlich ist es super geil, wenn du Nazi-Verteidiger bist. Wisst ihr, warum es super geil ist, Nazis zu verteidigen? Ja, Moment, aber warte mal jetzt, warte mal, Dennis, Ingo Schulz, Manuel, oder wen meinst du? Ich meine Dennis, Ingo Schulz, ja, der hat es ja geschafft, also das Vertrauen von Narad und von Haverbeck. Und dann ist er jetzt auf diesem Foto, wo sie da vor Gericht stehen, zu dritt. Und das heißt, und dieses Foto von Haverbeck ging ja um die Welt. Hm. Das ist jetzt in der Weltpresse. Hm. Und da ist seine Fresse jetzt mit drauf. Er ist mit ihr. Und jeder, ja, der das Foto sieht. Mir ist schon aufgefallen, als er mit der Haverbeck da irgendwie diese paar Meter gelaufen ist, da auf diesem Video. Wie er da, also dieses Sendungsbewusstsein, dieses, wow, jetzt bin ich da auf dem Bild mit drauf. Und, ey, Alter, wenn ich da irgendwie mit Farin Urlaub da laufen könnte, ich würde nicht auch so aussehen. Hedra, darf ich dich mal was fragen? Ja, frag einfach. Ich habe das ja mitbekommen, dass du, ich habe mit dir noch nie geredet, aber ist ja auch egal, dass du da anwaltmäßig da gut unterwegs bist. Und wir hatten vorhin das Thema, wie das ist, wenn halt einfach du als Supermarktbetreiber sagst, Maskenpflicht, also in dem Thema, du weißt, was ich meine, ne? Ja. Und du sagst, nein, bei mir kommen nur Leute mit Masken rein. Ist das gesetzlich vertretbar oder hast du dich ja schon schlau gemacht? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Und in München war es so, dass auf der Webseite von der Stadt München noch vor 3 Tagen drauf stand, dass 3. April oder so alles fällt, die Maskenpflicht. Und jetzt plötzlich ist es weg und wurde wieder geändert. Ja. Und dann haben sie da Hotspot gemacht. Nein, ich habe keine Ahnung. Ja, okay, Herr Lüger. Hatten wir alles schon dreimal erklärt. Also der hat auch nicht mehr an. Der Nordisch hofft immer noch, dass irgendwie plötzlich ganz andere Informationen reinwehen. Ja. Aber Ich möchte gerne wissen, wie das gesetzlich abgesichert ist. Naja, wir haben das aber alles schon besprochen heute Abend in deinem Beisein. Und Gesetze können sich ganz schnell ändern in diesem Land. Ne? Wir haben totale Gesetzesunsicherheit. Das ist. Aber ich wollte euch fragen, wisst ihr, warum es so geil ist, so ein Anwalt wie Narad zu sein, also immer so fette Nazis zu verteidigen als Verteidiger, warum das wirklich ein gutes Geschäft ist? Ich erkläre es euch. Aus einem ganz einfachen Grund, weil du kannst... Was sind denn fette Nazis? Ja, in Anführungszeichen. Ja, zum Beispiel so Leute, Nationalsozialisten wie die Ursula Haverbeck oder den... Ne, oder die Alfred Schäfer Geschichte. Ja, okay, unterschreibe ich. Alles gut, erzähl weiter. Ja. Unterschreibe ich. Genau, weil du kannst als Anwalt lauter Anträge stellen, Befangenheit und alles. Das ist meiner Meinung nach sogar alles begründet. Aber letzten Endes hast du keine Chance, weil unsere Justiz wird niemals politisch, verstehst du, unsere Justiz ist politisch eingenordet. Vor allem die Strafjustiz, und du kannst als Strafverteidiger, du verdienst ja Geld mit Anträgen, Berufung, Revision und so weiter. Und das zahlt ja dann alles die öffentliche Hand, wenn man sich das nicht leisten kann. Das bedeutet, es ist unglaublich lukrativ, ein Anwalt zu sein für hoffnungslose Fälle, weil du da maximal Geld verdienst, weil du alle Rechtsmittel einlegst und so. Okay, natürlich alles vergebens. Ich will dem Narad nicht unterstellen, dass er das absichtlich macht. So einen Befangenheitsantrag, der zu nichts führen wird. Aber meiner Meinung nach hat er recht. Er arbeitet sauber und die Befangenheitsanträge, habe ich ja auch damals gesagt, waren eigentlich richtig. Aber eigentlich weiß der Narad, dass es nichts bringt. Aber das ist, was soll er machen, verstehst du? Ja, das ist ja eine Goldgrube für einen Anwalt, irgendwelche Hohlkopf-Faschisten zu vertreten. Hm. Und recht gesprochen wird ja eh nicht. Wobei ich Alfred Schäfer und Monika Schäfer nicht als Hohlkopf-Faschisten bezeichnen würde. Und auch die Ursula. Aber recht gesprochen wird halt trotzdem nicht. Oh, unser Justizsystem, guten Morgen. Weißt du, stell dir mal vor, Nordisch, in Deutschland kriegst du nicht mal mehr einen Eintrag im BZR, im Bundeszentralregister, wenn du, glaube ich, 91 oder 92 bist. Das heißt, der Gesetzgeber sagt, wenn du so alt bist, ist egal,
ja, wenn du niemanden umgebracht hast, passt schon. Okay, also nach dem Motto, let him go. Ja, und trotzdem. Ja, natürlich, aber warum ist dann da so hart bei Ursula? Ja, der Witz ist nämlich der, dass eigentlich dürfte sie nach unseren eigenen Gesetzen, dürfte sie eigentlich nicht ins Gefängnis kommen, weil sie einfach zu alt ist, ganz einfach. Und diese, wir leben in einer Gesellschaft, wir halten uns nicht an unsere eigenen Gesetze, genauso wie diese Enteignung von irgendwelchen russischen Oligarchen oder Einfrieren von Konten, das ist alles rechtswidrig. Und das ist eine Bankrotterklärung, selbst dieser total demokratietreue Thomas Gast, das ist so ein Fremdenlegionär, der hat gesagt, wenn wir so vorgehen, verraten wir unsere eigenen demokratischen Prinzipien. Und das ist das, was die Welt langsam mitbekommt, dass wir Europäer, die Deutschen, die UNO, dass wir unsere eigenen Gesetze im Grunde genommen über Bord werfen. Verstehst du? Das heißt, das, worauf man sich immer verlassen konnte. Nicht im Grunde genommen, sondern ziemlich eilig, würde ich fast nennen, werfen wir die in der Tat über Bord. Ja, so. den Thomas Gast kenne ich auch. Ich finde, der ist ja von Bayern nach Schweden übergewandert. Ja. Also ideologisch bin ich nicht auf seiner Seite, weil ich bin nicht der Meinung, dass die Demokratie das Beste ist, was es gibt. Ich bin da völlig anderer Meinung, aber er ist auf jeden Fall ein überzeugter Demokratiegläubiger, sage ich. Ja, aber du kannst immerhin auch beobachten, wie unsere Demokratie hier irgendwie sich gerade selbst auseinander nimmt. Genau, genau. Und das sieht jeder, dass es alles eine Lüge war und dass es alles ein Scheißdreck wert ist. Ja. Und so Martin, das große PR-Genie, er wollte ja auch immer Formate, große Reichweite und so. Schön, dass er auf deinen... Aber Martin Hüller muss sich doch selber fragen, wie systemgefährlich oder systemkritisch warst du denn jemals, wenn nicht einmal dein Facebook-Kanal jemals gelöscht wurde und auch dein YouTube-Kanal nicht gelöscht wurde? Null. Also du bist, der Martin will überhaupt nichts der Menschheit Gutes tun. Er will nur Aufmerksamkeit durch emotionales Triggern. Er ist Spezialist für Popmusik er ist ein guter DJ. Ich mag seine Musik und so. Er ist clever, aber es geht ihm nicht um die Sache oder sonst nichts. Nein, aber sein YouTube-Kanal, der wurde ja damals. Er ist jetzt nicht so systemkritisch. Also die große Friedensrede damals habe ich mir mal reingezogen. Ich weiß gar nicht, wo die stattgefunden hat. Berlin, Hannover, keine Ahnung. Da hat er nur Allgemeinplätze abgelassen. Danke, dass du mir reinredest und ist super toll. Und nur Allgemeinplätze abgelassen, Phrasen, nur wirklich Wischiwaschi, nichts Konkretes. Genau. Ja, so funktioniert's und so bist du halt rechtlich auf der sicheren Seite. Genau. Aber dann ist ja natürlich auch klar, dass da nichts passiert. Ne? Und aber ansonsten kannst du doch auch nur anhören. Du würdest die Bild-Zeitung vorlesen. Und damit jetzt irgendwie Content machen. Ich finde das soweit schon ganz okay, was Martin da macht. Er macht ja gar nichts. Da kommt ja nichts inhaltlich. Also politisch gesehen kommt da ja nichts. Also ich sehe da nichts irgendwie Systemkritisches oder so. Nee, ist er nicht. Er wäre es gerne. Und im Grunde genommen setzt er die Arbeit seines Vaters vom politischen Verfassungsschutz der Briten fort. Also mehr macht er ja eigentlich nicht. Deutsche Zersetzung. Naja, wenn er wieder auf Facebook so agieren kann, dann kann er sich ja aus dem Hangout wieder zurückziehen. Dann hat er ja wieder sein Facebook. Ich denke, das ist hier so eine Überbrückungstherapie für einige Zeit, bis das auf Facebook wieder richtig funktioniert. Und ja, natürlich. Ich bin neidisch auf seine 5 € Spenden, die er jeden Monat bekommt von YouTube. Nee, auf jeden Fall. Das geht ja mehr so um eine Eigenbestätigung. Ja, auf jeden Fall, auch da bin ich neidisch. Ich weiß gar nicht, ey, Alter, was laberst du? Sag mal, auf was soll man da neidisch sein? Auf was? Bitte? Ja, auf die Eigenbestätigung. Ja, ich glaube schon, dass er dann einige Erfolgserlebnisse auf seiner Facebook-Seite hat, aber die müssen nicht unbedingt finanzieller Natur sein. Ja, aber da kann ich doch bloß neidisch sein, wenn ich das wüsste. Ich weiß davon ja nichts. Ey, du kannst neidisch sein, Martin Hüller auf Manuel Cornelius, den du immer getriggert hast. Der hat jetzt eine 60 Quadratmeter Dachterrassen, Maisonette-Loft in der besten Gegend von Wien. Okay. Und er ist in der Primetime der ORF Zeit im Bild und in der Kronzeitung und geht Gassi mit dem Hund vom Bundespräsidenten. kannst dir nicht ausdenken, Alter. Ja. Kannst dir nicht ausdenken. Diesen Manuel jetzt nur nicht irgendwie...
Also schlecht gemacht, ich sondern muss schon sagen, ne? Halt, danke, dass auch du mir reinredest. Ja, ich rede gerne rein, das weißt du doch, bei dir speziell. Ich dieselbe Krankheit wie der Hase, ich weiß. Diese natürlich sehr krank. Ja, hallo, Albo. Behindi. Hallo, ja, hallo, Hase. Okay, nee, ich finde es halt bemerkenswert. Nee, ich finde es halt wirklich bemerkenswert, wie du halt Leuten richtig reinschleimst. Ja, richtig reinschleimst und dann zerreißt du dir wieder das Maul, Alter. Ich verstehe das nicht. Was ist da los? Du schlägst deine Frau, du schlägst jetzt kommt wieder die persönliche Nummer, ne? Ja, sonst du hast dich lustig gemacht über die Vergewaltigung von der Nicole. Aha, jetzt hast Dreckschwein deine Fresse auf. Ist das so? Du kleines, dummes Arschloch. Ich bin kleines, dummes Arschloch. Du wolltest mich doch daheim besuchen. Du solltest dich bei mir. Du wolltest mich doch besuchen. Du hast mir doch Schläge angedroht. Wo bleibst du denn immer noch? Großmaul, sei leise. Ich habe die Schläge angedroht. Und hier ging es um das Thema jetzt gerade. Halt, hier geht es jetzt zerreißt sich wieder das Maul über anderen YouTube-Kanal. Aber du, Hendra, wenn ihr streamt, hören euch gerade mal zwei, drei Leute zu. Also, du bist stimmt, was Hase sagt, ihr seid neidisch. Du moralisierst wieder. Das ist nur nein. Jetzt kommt der Moralbahner. Das ist ja super. Ja, natürlich. Was denn sonst, Alter? Super. Weil du bist ein Pimmellutscher. Ach, schon fick immer dich, gewesen, Hurensohn. Alter. Fick schon dich immer doch. Geh zurück in dein Scheißland. Musst du jetzt wieder mit Hurensohn beleidigen? Kannst du nicht anders. Kannst du dich nicht sonst anders artikulieren, ne, René? Wolltest du wieder? Ist aber echt eine schwache Nummer, René. Du bist die schwache Nummer. Beleidige nur Assi-Slang, sonst nichts, René, ne? Ach, du machst das nie. Nein. Was ist denn los? Moralbahner. Der Moralbahner macht das nie. Wie lange? Also ich rede gerade mit dir ordentlich. Du bist lächerlich. Ich rede mit dir gerade ordentlich. Lächerlich bist du, ne? Ich habe Skipper. Doch, ich kann es. Ich kann viel, viel mehr als du kannst. Ja, du kannst gar nichts. Du kannst gar nichts. Ich kann dein Hartz IV bezahlen. Du kannst schleimen. Du kannst schleimen, wie in den letzten Streams von Hülle, wie du geschleimt hast und den Schwanz schon richtig tief in den Mund hattest. Du verstehst bloß Ironie und Sarkasmus. Auf Hendra seine Seite für den Pöbel? Ironie und Sarkasmus. Junge, dass du dich nicht schämst, Alter. Schämen zueinander gehabt. Was meinst du denn mit Pöbel? Schämen. Du bist zu dumm und ich habe Hase recht. Ja, ihr seid neidisch. Ja, Grieche, ein Hendra und ein René, ihr seid beide neidisch. Moralbahner. Hallo. Mach doch mal selber Streams. Ey, Albo, wer ist denn keine fünf Leute hören abonnieren. Keine fünf Leute hören euch zu. Wer guckt denn bei dir zu? Deswegen streamt ihr nur eine halbe, dreiviertel Stunde. Übrigens, der letzte Streik, Albo, dein letzter Streik, der kommt von mir. Und der nächste Streik für dich kommt auch wieder von mir. Da kriegst du noch einen Streik. Kein Problem, du kannst mich streiken, wie oft du willst, Junge. Du kannst mich tausendmal streiken, kannst uns überlassen. Trotzdem bleibst du eine unbedeutende Nummer in diesem YouTube-Zoo. Aber du bist bedeutend. Du vor allem, René. Du bist bedeutend, vor allem. Ich habe Leute, die reinkommen und sich mit mir unterhalten wollen. Du kommst und lässt das über andere. Das ist der Unterschied zwischen uns. Heulst du schon wieder? Nein, du bist die Heulsuse. Du heulst gerade nach Anerkennung und benutzt andere Leute dafür. Ich rede mit den Leuten. Das tust du nicht. Du bist verbittert, verzweifelt. Keiner will dich hören. Junge. Alter Schwede. Komm, heul weiter. Alter Schwede. Gib's mir jetzt richtig. Es ist halt dann schon, wenn man dann aus sich heraus. Ne? Und ihr wollt erwachsen sein. Halbklatzen, Mann. Was war denn das jetzt? War das jetzt schon alles? Schäm dich, Alter. Schäm dich. War jetzt alles? Schäm dich. Ne? Warst du nicht derjenige, der sich lustig gemacht hat über die Vergewaltigung? Und willst erwachsen sein? Hast du dich doch lustig gemacht, ne? Über die Vergewaltigung bei der Nicole. Also, hast du dich lustig gemacht letztes Jahr? Bist hängen geblieben, Junge. Eieieiei, Albo, und du machst hier einen auf Moral, du? Ich fick euch alle weg, aber du bist hängen geblieben. Ja, du bist der Größte, Albo, du bist der Größte. Ich bin bei Hase auf dem Kanal und ich muss mich benehmen. Kannst du sowas? Du bist der Größte. Kannst du sowas? Nein, kannst du nicht. Albaner. Du bist ein respektloser Haufen. Mimimi. Mehr bist du nicht. Da ist die Hendra sogar einen Schritt voraus. Oh, du aber du lutschst gerade den Pimmel von Hendra. Indem du halt über Leute lästerst. Ach, und wenn du alleine bist, ohne den Händler und ohne manche andere Leute, bist du genau bei denen drinnen, wo du geschleimt hast. Du hast doch gerade gesagt, ich lutsche beim Müller, jetzt lutsche ich beim Händler. Du musst dich mal entscheiden. Entscheide dich mal, wo ich lutsche. Erst beim Müller, jetzt auf einmal beim Händler. Was ist denn los mit dir? Geh mal zum Arzt.
So, Hendra, was ist mit dir? Warum klingst du zum Arzt, denn wenn der Arzt? Nee, nicht du, Hendra, du nicht. Ich meine, Hendra, was ist mit dir los, Hendra? Warum klingst du so verbittert und so neidisch? Ja, ja. Hendra, ich habe gehört, du warst neulich betrunken bei Asgard. Albert, auch ein Psychologe. Aber ihr redet keine unbedeutende Nummer. Albert, Halbplatzenpsychologe. Ruhig bleiben. Oh, ist du Albert? Außer Beleidigung kommt von dir keine Kritik, keine Rechtfertigung. Nein, machst du. Du fühlst dich auf den Schlips getreten, ich verstehe das. Ich? Und weil du ein ziemlicher Schleimer und Schwächling bist. Ach komm, Bernd Schneider 2.0, mehr bist du nicht. Ja, das kennen wir ja alles. Ich kenne deine Texte. Mehr Alter. Bist du hast ja du nicht. Was Neues? Ja, ja, aber ich also, du musst Gesicht. Zugeben, Bernd Schneider ist ganz schön erledigt. Also. Das war vom optischen her, das sauber ging nicht um erledigt oder nicht also, erledigt. Ja, aber der Albo ist auch erledigt, so nochmal, wie der rumrennt im Hendra, Kaufland, der erste Kopf, warum der bist du so verbittert, Hendra, andere YouTubern gegenüber? Ist eine Frage. Also, Hendra ist doch total nein, cool, was glaubst du? Ja, das ist eine Retourkutsche, weil der Martin Hülle hat immer gesagt, Hendra, TTA ist doch ein Idiot und dieser Wiener, dieses Würstchen, der bringt doch nichts. Das stimmt überhaupt nicht. Alle ja, aber ihr seid doch beide Idioten, der Wiener und du. Da hat er doch recht. Der Wiener lässt sich einkassieren für Softwarewaffen, für Spielzeugwaffen. Genauso er wurde wie ja, diese. Er wurde ja nicht einkassiert. Genauso wie dieser tanzverbotene Hausdurchsuchung hatte, weil er mit einer Software-Knarre rumfummelt also, aus der Bullshit, Kamera. Der wurde nicht einkassiert. Der Wiener wurde also, überhaupt nicht einkassiert. Ach, können wir ich ja, nicht einkassiert, zeigen. Aber hat halt eben Stress mit der Justiz. Wegen was? Er hat wegen der Kriminalpartie, Alter. Hast du wieder nicht also, zugehört, Albo? Er gewinnt seine Prozesse, Albo. Er richtig. Ah, da hat Hase hat euch durchschaut. Da hat Hase recht. Das war doch das Ziel. Das war das Ziel, um Publicity und Anerkennung zu bekommen. Genauso wie damals. Anerkennung Videos, Mann, das hat er mir nicht privat erzählt oder so. Halbplatzmann hat es kapiert. Nach 10 Minuten hat es endlich kapiert. Das Ziel war, Publicity, Anerkennung zu bekommen mit den Videodrehs im Wald und so weiter, Hendra. Wir kennen eure Geschichte. Ich tue die Bluetooth-Kopfhörer und dann gehe ich und hole mir eine. Aber ich will das nicht wieder aufräumen. Mache ich mir jetzt so ein Espresso, ne, mit meinen Espresso aus der Mülltonne gezogen, oder? Ich habe Kaffeebohnen von Kaffee Luwak, LUWAK, habe ich 200 Gramm Geschenk gekriegt und das wird ein ganz tatsächlich kenne ich nicht, René, ich bin kein Kaffeetrinker. Nee. Das ja, kostet 800 Euro das Kilo Kaffee Luwak. Darum habe ich auch nur 200 Gramm geschenkt. Also bis gleich. Ich habe 800 Euro aus der Mülltonne gezogen. Ich wäre froh, wenn du mal in diese Mülltonne gehen könntest. Albo, ich ziehe natürlich, aus weil Mülltonne meine Mutter hat mich nach Deutschland gebracht, um Albo, in der Mülltonne rumzuwühlen. Sicher Albo, der Rekord, den ich aus dieser Tonne gezogen habe, waren 850 genau Euro. Du lebst wie ein Ausländer im eigenen Land, aber reißt die Fresse auf, René. Sicher, Albo, ich habe ein eigenes Tiefkühlfach besorgt wegen diesem wundervollen Lager. Ich weiß gar nicht, wohin ich die ganzen Steaks tun soll und das ganze Verstehe Zeug. Ich von mir aus kann der Krieg kommen, Alter. Aber René ist kein Ausländer im eigenen Land. Moment. Doch, naja, doch. Nee, das musst du denen nicht erklären, das kapiert er nicht. Ich bin ja die ganze Zeit nur hier stiller Zuhörer, aber... Für mich schon. Für mich schon. Naja, es ist ja, lustig, wenn so ein Kanacke hier die Fresse aufreißt. Für mich schon, aber ist egal, ist wurscht. Naja, laber weiter. Nein. Also die Ostdeutschen sind jetzt unsere Rettung. Das ist jetzt wirklich ganz ohne Scheiß, ohne Schleim und allen. Wenn es jetzt nicht die Ossis rausreißen, was sollen dann denn haben die Ossis wir keine machen? Chance mehr. Was sollen denn die Ossis machen, nach deiner Meinung? Die haben auf jeden Fall endlich alle das werden den Krieg anzetten, was die oder Ossis was? Nicht mehr kapieren können. Ja, was sollen denn die Ossis nicht rausreißen? Ich vermute wahrscheinlich, dass ich eines Tages wirklich Hals über Kopf in den Osten Deutschlands fliehen werde. So wie jetzt in der Ukraine da irgendwie, weißt du? Halbklatzen. Also entschuldige, Hase. Erzählt, Hase. Wir nicht zusammengehören. Ne? Was dass Russland, hier, Ukraine und Polen angeht, ja, weißt du, wo das angrenzt? In Osten. Junge, also. Besuch die Schule. Echt, Alter, das ist wenn so jemand verloren ist, sind die Ossis zuerst verloren. Wusst du nicht? Es geht darum, sollte. Dass da ein Verständnis noch eben da nicht, du ist kapierst für das, was das man nicht, will also, und was Alter, man, was wo du dich glaubt, also auf, das wär... was man glaubt. Warte, hörst du mich? Es ist das Verständnis, was da ist für Dinge, die man will und Dinge, die man glaubt. So.
Und das ist, da fühle ich mich hier einfach komplett verloren. Und ich vermute, im Osten bin ich da dann unter ein bisschen eher so Brüdern, wo man was Bestimmtes will und irgendwie auch was Bestimmtes, aber auch bereit ist zu glauben. Aber die Osten sind doch die Wessis. Nee, eben nicht. Das ist nur das, was Kanaken erzählen. Das ist nur das, was Kanaken erzählen. Nein, wie du einer. Kanaken, die hier gar nichts verloren haben. Die wollen hier die Deutschen gegeneinander aufhalten. Ich bin Nazi, Junge, ich bin den Nazi. Oh, jetzt kommt die du wolltest Nazi doch nach Berlin kommen, mir die Fresse polieren, du Schwächling. Du wolltest zu mir nach Hause kommen und so. Ja, ich trage ja keine Kinder, weißt du. Ossi steht zu seinem Wort, du nicht. Du bist kein Ossi, Junge. Mal vorbei, ja? Du bist ein depperer Angst. Ich jetzt hier keine 130er. Er macht 130er. Keiner macht 130er, der macht Ausländerhass, ich nicht. Ausländer, du bist doch gar kein Ausländer, was bist du eigentlich? Ganz einfach. Ne? Du bist doch bloß ein Kanake, du bist kein Ausländer. Wie der getriggert ist, Alter, Junge. Ja, Alter, ne? Du kannst nichts machen. Kleines Würstchen. Doch, ich bezahle dein Hartz IV. Du wolltest mich doch besuchen, weil ich ein kleines Würstchen bin. Du wolltest mir doch in Berlin auflauern, weil ich ein kleines Würstchen bin. Hä, wer hat das gesagt? Ich bin wieder da. Wer hat das gesagt? Ja, bring's es nicht. Wer hat das gesagt? Ja. Hallo, hörst du überhaupt zu? Wer hat das gesagt? Halt mal bitte den Mund. Ich bin ist das zu kompliziert da, für dich? Ist die Frage zu kompliziert für dich? Weil du bubbelst und stehst nicht dazu. René, ist wieder zu schnell für dich, oder? René, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe zwei verschiedene Sachen. Beim einen habe ich ein Ding um das Schloss ausgetauscht und bei dem anderen Ding, die haben das Schloss... Da habe ich das Krasseste gemacht, was man tun kann. Ich habe einfach ein Knackrohr benutzt und ich habe einfach über deine Mülltonne erfahren? Ich habe das Schloss, das die Hausverwaltung angebracht hat, ich habe es einfach zerstört und entfernt. Dann haben sie es wieder so ein, diese Winkhausschlösser sind teuer, so Systemschlüssel. Mhm. Habe ich das Schloss wieder zerstört und nachdem ich das dritte Mal zerstört habe, René, haben sie es nicht mehr ersetzt. Weil du warst hartnäckig. Ja, ich weiß. Das ist die einfachste Lösung. Nimm ein Knackrohr, zerstör das Schloss. Ich mag die Story. Ich habe die schon mal irgendwann, die hast du vor einem Monat oder zwei Monaten, keine Ahnung, aber ich finde die immer noch gut, die Story. Ja, Mann. Und sie ist so einfach. Du musst dir bei Multipick kannst du sie bestellen. Knackrohre, Tacker, Drehspanner. Aber eigentlich brauchst du nur das Knackrohr. Zack, knick, knack. Nicht so teuer, oder? Die haben ja eine Sollbruchstelle eingebaut, wo du die Schraube reinschraubst. Das heißt, die deutschen Schlösser sind so konstruiert, dass sie kaputt gehen müssen. Ja. In Indonesien ist das nicht so. Da gibt es Schlösser, die kriegst du wirklich nicht auf. Ich hab schon Schlösser ganz anders geknackt, aber das darf ich hier nicht sagen. Das ist ja, Straftat und so. Na. Es gibt jetzt einen Multipick, der kann auch nach oben, unten und links und rechts aus China für 100 Euro, habe ich bestellt, ist angekommen. Sehr gut. Für billig. Bei eBay. Und du kannst, ja, die Chinesen haben das jetzt nachgemacht. Das ist relativ einfach. Also man muss da diese Drehbewegung muss man in eine Hoch-Runter-Bewegung umwandeln. Und das haben die Chinesen raus und das Gerät verkaufen sie jetzt für 100 Euro. Das ist günstig. Das geht. Mm. Aber dieser Wichser, weißt du, das ist so ein kleiner Angestellter. Ja, das Schloss, es muss ersetzt werden. Dann kommt die Hausverwaltung, hat schon wieder so, was weiß ich, 300 Euro Kosten. Und dann kommst du einfach nach einer Woche, zerstörst das Schloss wieder, dann kommen sie wieder. Verstehst du? Und nach dem dritten Mal ist halt Schluss. Da haben sie dann gecheckt, wir können das Problem so nicht lösen. Haben sie denn eine Alternative bis jetzt? Nee, ne? Doch, ich habe mehrere Alternativen. Man muss sich um Probleme kümmern, nicht so wie Martin Hüller einfach weiter essen, sondern man muss sich um die Probleme im Leben kümmern. Das stimmt allerdings. Oh. Beziehungsweise man muss die Sachen, die im Weg liegen, wegschaffen. Genau. Das ist meine Spezialität. Ich löse Probleme. So wie dieser, Wolfman in Pulp Fiction. Löse Probleme in der Mülltonne, Alter. Heftig. Mm. Sag nicht Mülltonne. Am Anfang dachte ich auch, aber irgendwann... Ja, was soll man sonst dazu sagen? Was du da beschreibst, das ist auf jeden Fall weit entfernt von dem, was ich jemals gesehen habe, vor irgendwelchen Geschäften. Also irgendwas Blitzsauberes, was jede Woche sauber gemacht wird. Also du beschreibst ja wirklich die Tiefgarage von irgendeinem Luxuskaufhaus. Keine Ahnung, ob das da wirklich so ist, aber sowas kennt ja gar kein anderer. Ich meine, aber das ist doch das Gleiche, als wenn du... Guck mal, das ist das Gleiche, als wenn du von einer Villa... bei einem Millionär von der Villa
irgendwie dein Zelt aufschlägst und jeden Tag battles, Alter. Klar lässt er die Almosen da. Aber wie weit kommt der Mensch? Wie weit kommt der Mensch mit seiner Erniedrigung, sich da einfach Almosen zu geben? Naja, das sind jetzt keine Almosen. Ihr müsst nämlich wissen, das, was ich tue, ist nach deutschem Recht. Das ist ja in Ordnung, aber so eine Tiefgarage, da würde ich auch gern mal rein. Also da würde sich ja jeder mit Lust und Laune seine Lebensmittel nehmen. Aber ich habe das ja auch schon gemacht. Versorge, weißt du? Das ist Teil der Arbeit, dass man auch diese Location erstmal ausfindig macht. Ja, das ist auch Teil der Arbeit. Also sowas, da musst du da, so wie mir das da anhört, ist das irgendeine Etage in seiner Tiefgarage, wo einfach nicht jeder reinkommt, weißt du, so. Ja, ist halt, ich mein, ja, klar, kann ja, ich da du auch. Kommst schon, du kommst schon rein, so ist es nicht. Auf jeden Fall ist es eine erfolgreiche Karrierelaufbahn, ne? Vom Sprecher auf dem Münchner Platz, hier politisch und so, zum Müllton-Junkie, Alter. Nein, es geht mir nur auf jeden Fall ist die Karriere hochgeklimmt, ne, Hendra? Die Karriere ist auf jeden Fall besser gelaufen als deine, Albo. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Also ich esse jetzt hier Walderdbeeren gerade. Ich weiß nicht, ob du sowas überhaupt schon mal gegessen hast. Das sind diese ganz kleinen Erdbeeren. Ich würde die mir nie kaufen, weil die kosten, glaube ich, über 25 Euro das Kilo, ne? Aber... Also im Container ist jedenfalls nicht so wirklich anzuraten. Ich habe das wirklich eine Weile gemacht. Und im Allgemeinen, wenn man jetzt nicht gerade unter solchen Verhältnissen wie der Hendra lebt, ist das wirklich nicht zu empfehlen. Da holst du echt ist was. Für. Was für also aber das ist schon eine politische Message. So da, ist es nicht da ist siehst erklärt. Du so eine, also da siehst du Zombies rumlaufen, wenn die dann wirklich, also das sind. Ist das mir einer entgegengekommen, dem lief die Nase wirklich in Fäden die ganze Zeit. Ja, ich weiß, das ja, ist so. Ja, und der lief in Richtung der Mülltonne, in die ich auch gerade wollte. In dem Moment dachte ich, Moment mal, das ist vielleicht doch nicht so sinnvoll, sich da rein. Das meine ich ja mit erstmal die richtige Location ausfindig machen. Genau. Du warst am falschen Ort. Penner bleibt Penner, egal welchen Standort. Penner ist Penner. Also wenn du schon einen Banküberfall machst, dann mach ihn beim Juwelier Bulgari. Da hast du dann nicht nur 20.000 Euro, sondern wenn du Glück hast, 20 Millionen. Aber die knallen dich ab, diese Juweliere. Die fackeln da nicht lang rum. Und das ist auch kein Notwehrexzess, ja? Die sind noch ziemlich gut ausgerüstet, hier Antwerpen. Ja, also brauchen wir nicht mal reden. Nein, ich habe eine politische Message, die wollte ich nur kurz erklären, weil wenn du hier in Deutschland was aus der Mülltonne klaust, ist es Diebstahl. Und in Frankreich ist es erlaubt. In Frankreich ist es verboten, Lebensmittel wegzuwerfen. Die müssen sie verschenken. Hier in Deutschland ist es gesetzlich geschützt nach der total asozialen Gewinnmaximalfunktion. Und je teurer die Sachen werden, umso mehr wird weggeschmissen, weil die gewinnmaximale Menge sinkt, wenn der gewinnmaximale Preis steigt. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Diese blauen Tonnen werden immer voller, je teurer gerade alles wird. Also da war ich am Samstag jetzt da und da sind normalerweise nur so, und das war ja rappelvoll, die schmeißen ja alles weg, bis es nicht mehr geht. Das ist der Wahnsinn. Du meinst, umso höher der Gewinn pro Produkt liegt, umso alles ist gemacht. Das liegt an der Funktion. Du hast Ender erinnert mich unglaublich an den GJ aus New York. Der auch überall gewinnt. Den habe ich sogar irgendwann im Fernsehen gesehen, aber auch persönlich kennengelernt. Das war so einer, der hat von links die Autos angezündet und auf dem musste ich geprügelt. Ich rede jetzt immer von der Organisation, die das alles bezahlen würde und war vor allen Dingen auch irgendwo plötzlich im Fernsehen mal. Also das und der hat ungefähr genau so einen ähnlichen Scheiß geredet den ganzen Tag. Gleich noch einen Schluck Wasser, Drop Microdrink. Und so medienkompetent und sendungsbewusst. Also es ist wirklich, ich habe schon, das ist viele, viele Jahre her, aber ich habe schon mal so einen kennengelernt. Also ich bin ja Diplomkaufmann. Das war ein Ami, war das. Ihr könnt ja alle Integralrechnungen, ne? Und es ist ja so, du maximierst, du hast eine Funktion und das ist dann so die Produktionsfunktion, Nachfrage. Und wenn du dann partiell differenzierst, Integralrechnung, dann maximierst du deinen Gewinn
Und es ist tatsächlich so, dass bei der klassischen Funktion, je höher der gewinnmaximale Preis ist, umso geringer ist die gewinnmaximale Menge. Das bedeutet, wie du richtig gesagt hast, je teurer die Scheiße in den Kaufhäusern wird, umso mehr wird weggeschmissen. Ist doch eigentlich das meine logisch. Ich ja. Umso höher die Gewinnspanne pro Produkt ist, umso niedriger ist zusammengerechnet, also kumuliert. Es wäre der Gesamtgewinn. Der hat eine Krankheit, immer wenn ich rede, redet der rein. Ey, was ist mit dir? Was ist mit dir falsch? Und mal ehrlich, das ist nicht heute so, das ist seit Monaten ist das so das bei den Menschen. So. Lass mich doch mal zwei Sätze sagen, Alter. Was ist los mit dir? Ich habe süße Mini-Wassermelonen aus Costa. Aber Hendra, du bist jetzt ziemlich respektlos René gegenüber, der will doch auch mal was sagen. Du kleiner Aufhetzer. Jetzt lass doch mal den René mal was sagen, Junge, der kommt ja nicht zum Wort. Hast du nicht ein bisschen Mitleid mit der Wassermelone? Heute kleine Kanacke. Leute, wir haben jetzt Winter. Die Wassermelone. Die kommen aus Südafrika So, Hendra, was ist deine Frage nochmal? Meine Frage ist, habt ihr nicht Mitleid mit diesen Delikatess-Wassermelonen, die um die halbe Welt geschippert kommen aus Costa Rica, nur um hier zielgenau im Mülleimer zu landen? Ja, extra für dich, ne? Ja. Mann, ja, stell dir vor, deinem Jan Ulrich, geht's im Jan Ulrich? Die Tausi, die macht sich ja eine Gurke auf, tut da Zucker dran und sagt, das schmeckt wie Melone. Deiner hässlichen Mulle, Alter. Da ist er wieder sauer, der kleine René. Ja, als Vollhurensohn. Wollte hier als der King auftreten. Ich schnapp den anderen die Freundin weg und jetzt hat er gar nichts mehr, Junge. Da, wo der René wohnt. Was soll du Spaß? Geh mal aus dem Weg, Geh mal deine hässliche Fotze an, halt die Fresse, du Dominant, Kanate, ja. Du bist kein Mann. Ich bin dominant, ich klatsch dich einfach weg, du Spasti. Du klatsch gar nichts, Junge, du klatsch gar nichts, du hattest deine Chance. Ich klatsch dich zum Berlin, du warst nicht da, hast in die Hosen gemacht. Guck dir doch deine hässliche klatsch gar nichts, Junge, du kleiner Zwerg, Alter. Alter, mal die Klappe, Junge. Teufel, Alter, guck dich doch mal an. Und du hast noch nicht einmal die Demo. Guck dich doch mal an, und ja. Und du bist so, Aber René, entschuldige, sie hat eine sehr, sehr gute Figur. Sie war beide Radfahrerin, Radmeister. Wuff, Kumpel auch nochmal mit. Wie Jan Ulrich. Also, die hat schon. Weiter, Jan Ulrich, mein Mutter. Also, Hase, jetzt muss ich raus. Mit dem Hurensohn rede ich gar nicht. Ich will auch nochmal mitspielen. Nein, mit deinem Jan Ulrich geht's ja gar nicht. Ich kann dann für den Wieso kannst du jetzt nicht tauschen? Mit dem Hurensohn Hase tausche ich keine zwei Worte. Ankündigen. Geht's wie Jan Ulrich. Du heulst, geht's wie Jan Ulrich. Das war mir auch aus Support, hab ich gesagt. So ist es richtig. So ist es wahr. So ist mir egal, da. Ist mir doch wurscht, wer jetzt so ich bin reingekommen, um den komischen Schimpansen zu verscheuchen. Das ist gar nicht so einfach, 700 Gramm Wald erklären wegzumachen. Ich bin Tarzan, der Cheater, und wenn ich sage, geht, dann geht er. Ja, so platzt er ja fast bei 700 Gramm. Ja, so muss das sein. Es ist ja Ramadan. Ich darf ja nur jetzt essen bis 4.45 Uhr und dann muss ich den ganzen Tag wieder fasten. Versteht ihr? Mhm. Ja, wie lang ist denn das noch? Ja, das ist noch genau, ich glaube, 26 Tage. Ach, ist doch insgesamt. Permanent Ramadan. Und guten Appetit. Danke, danke. Aber darfst du bei Ramadan erzählen? Du machst das doch nicht aus Überzeugung. Nur zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Du isst der Burger und so ein Krempel. Du bist wieder dieser komische. Apropos so, Burger, diese Mikrowellenburger, diese von Rifles oder wie die heißen, das ist so ein fetter Burger, du musst da nur die Burgerbrötchen in den Toaster und die Patties 60 Sekunden in die Mikrowelle, die schmecken total lecker. Diese Cheeseburger sind perfekt abgestellt. Das ist grandios, ja. Ja, so habe ich angefangen mit meiner Burger-Diät. Die hält immer noch an. Ich mache mir die natürlich inzwischen selbst, weil es günstiger ist. Du kannst wunderbar diese Teile da aus der Kühlung nehmen. Zwei Stück verpackt, 1 Euro. Und da einfach ein bisschen Salat, Mayo, Ketchup, ich hab's dazu draufgehört. Ich habe Sonntag habe ich einfach so, weil ich fand es witzig, ich habe einfach mal 40 Stück von den Dingern mitgenommen und Madame und ich, wir haben dann gleich sofort 4 Stück weggemampft, weil die haben neues Rindfleisch, die haben englisches und irisches Rindfleisch gemischt und das schmeckt total lecker, dieses Patty aufgewärmt. Ach so, du hast noch besondere
aber das ist auf jeden Fall auch diese billigen für 2 Euro, 2 Stück Cheeseburger. Bam. €2,29. Ich habe eine ernste Frage. Hendra, hast du mal Beefy probiert? Was habe ich probiert? Beefy. Noch nie, in meinem ganzen Leben noch nie. Ich habe Halal Beefy probiert. Ja, okay, das ist irgendwie eine Neuauflage dafür. Die gibt's also, immer ich sag mal, für Pseudogläubige, Hendra, betest du 5-mal am Tag? Ich gebe mir Mühe. Wie sieht denn dein, ich sag mal, dein Dschihad aus? Ich sag mal, der Dschihad ist ja der Kampf mit sich selber, so ja. Seine Triebe. Der Dschihad sieht so aus, dass ich versuche, wirklich 5-mal am Tag zu beten, immer zur richtigen Uhrzeit. Du versuchst, meine hast App es dann mal umgesetzt? Kurze Zeit habe ich es geschafft, aber ich habe Schwierigkeiten mit dem Morgengebet, ich sag's dir ganz ehrlich. Das ist ich, so um werde um 2 Uhr. Ich werde um 2 Uhr dann. Gute Idee. Ich wollte bloß noch bekannt geben, wegen dem Albu, der war ja gerade da. Ich will dich nicht angreifen. Du kriegst noch einen Strike von mir, weil du so lieb und nett bist. Aber René, du weißt schon, dass der einzige Grund, warum ich Albo nicht komplett gefickt habe, wirklich der ist, weil Viola ist wirklich total nett. Und wenn man den Albo fertig macht, so sozialrechtlich, dann trifft es die Viola auch. Und Hendra, ich musste über dich lachen. Hendra, kann ja nichts Hendra, dafür. Ich wurde darauf aufmerksam, über diese chinesischen Laserpointer. Damit kannst du echt Streichhölzer anzünden, Ballons zerschießen, du kannst Gardinen anzünden. Und Hendra hat da echt Psychokrieg gemacht. Ich werde aus Distanz von 5 Kilometern deine Gardine anzünden. Aber Hendra, ja, aber hat, Joe, kleiner echt, Tipp. Da irgendwo Mitleid mit Viola. Und ich finde nicht, dass man Viola opfern sollte wegen Albanas. Ja, richtig. Aber Joe, ich gebe dir noch einen Tipp. Du darfst nicht keinen roten Laserpointer, auch wenn du 1000 Milliwatt hast. Nimm einfach einen 808 Nanometer Infrarot-Laserpointer. Weil die Infrarotstrahlung ist viel heißer als ein roter Hendra, oder grüner Pointer. Ich brauche das nicht. Ich hab sowas. Das gibt aus China, kannst du das bestellen. Ey, da hast du einen Schlüssel und ohne Scheiß, damit kannst du Streichhölzer anzünden. Du kannst ey, Autos ist anzünden aus ein paar hundert Meter Entfernung, wenn sie Stoffsitze haben. Ja. Ich habe einen 808 Nanometer Red Dragon Infrarot Laserpointer. Und damit, weil das Infrarotlicht ist unsichtbar, habe ich noch einen grünen Laserpointer parallel, damit ich überhaupt zielen kann. Aber der Infrarot-Laserpointer 808 Nanometer, damit kannst du wirklich Gardinen, wobei die meisten Fensterscheiben haben eine UV-Schutzbeschichtung, ja. Aber bei Infrarot-Laserpointern hilft ihnen das. Das ist kein Standard. Du kannst mit so einem Red Dragon Ding kannst du tatsächlich ohne Spuren zu hinterlassen Häuser in Brand setzen. Das ist wirklich krass. Ich weiß das. Kannst du damit auch Alufelgen aufschmelzen? Aber Hendra, das finde ich auch wiederum nobel, dass du den Albaner verschonst, weil er als Schutzschild seine Frau vor sich hält. Ja. Und das ist kannst du damit auch Alufelgen schmelzen, dass sie dann hinterher so auf dem Teer so zerschmolzen? Mann, jetzt redest du über 9/11 und komm, Hase. Da rede ich über Waldbrände in Griechenland. Theoretisch, Hase, kannst du das, aber das dauert so lange und da musst du dann schon ein externes Akkupack anschließen und es kann sein, dass dein Laserpointer kaputt ist, weil er, wenn er nicht richtig gekühlt wird. Also wenn du das Ding richtig kühlst, ja, und ein fettes Akkupack hast, dann kannst du natürlich damit Aluminium schmelzen auch. Aber das wird dann sehr unhandlich, Hase. Also es geht, dann muss man jetzt drauf achten, dann geht's wahrscheinlich im Weltraum mit so einem Ding am besten, wenn der Satellit selbst gerade nicht von Sonne bestrahlt wird. Und dann könnte man das, dann ist er ja gekühlt, weißt du? Und dann wäre das aber denkbar. Okay, ja, da muss die Community zusammenarbeiten. Die Russen haben ja die neue S-550 Satellitenkiller-Rakete. Die Russen haben eine Rakete entwickelt, nur um Militärsatelliten und generell Satelliten abzuschießen. S-550 heißt die. Ganz neu. Soll sie. Das sind aber die Bodengestützte. Es gibt aber noch Weltraumgestütze, das sind andere, das sind die Verfolgungsraketen, die sind total cool. Die können andere Satelliten verfolgen. Und diese Raketen können sich dann sogar noch aufteilen in viele Raketen, falls es da Probleme gibt bei der Verfolgung. Gibt es ganz tolle Sachen. Du kannst halt nicht Luft kühlen. Und die Russen haben die besten Sachen. Also die NATO hat ja nichts. Also. Ja, das merkt man ja in der Ukraine. Ne?
da soll es so und so kalt sein, aber, ja, also die Leute, aber da ist ja überhaupt keine Luft, die die Kälte überträgt. Die Leute, die schwach sind, die kotzen immer damit abführen. Rum. Guck mal, was ich alles habe, das soll einschüchtern. Das ist auch irgendwo eine psychologische Kriegsführung. Glaub mal, die packen nicht alles aus, was die Amis drauf haben. Nicht nur die Amis. Ey, das ist auch diese Überschallraketen, ne? Also diese Mehrfachüberschallraketen. Ja, gut, Strahlungswert. Ne? Aber das Prinzip der Überschallrakete kennt ihr, oder? Ja. Die Rakete fliegt in einem Plasma, in brennendem Gas eingehüllt und dadurch ist der Luftwiderstand minimiert. Mhm. Ja, und außerdem hat diese Rakete keine ballistische Flugbahn. Die wird ja erst in die Luft geschossen, ja, ein paar Kilometer. Dann treibt die da so eine Weile und dann geht die in den Sinkflug. Und erst wenn die in den Sinkflug geht, kriegt die ja diese Hyperschallgeschwindigkeit drauf. Und man kann die sogar noch etwas manövrieren. Richtig, ja. Aber man kann sie halt schlecht abwehren, weil sie halt extrem schnell ist und weil die halt noch etwas steuerbar ist. Und außerdem haben wir hier im Westen halt noch nicht diese Technik. Also wir haben zwar einen Abwehr... Moment mal, man muss so Raketen nicht mit einem Iron Dome. Mit einer Abfangrakete wie Iron Dome jagen. Ey, ich sag dir das, die Leute, also ich sag mal, die großen... Das sind ja Kurzstreckenraketen, das weißt das du aber. Die Großmächte, die haben auch irgendwo Satelliten, die Laser haben. Und das ist kein Dingen... irgendwas anzupeilen und dann einen Laser drauf zu halten. Ja, aber da ging es doch jetzt um diese keine Rolle. Neuartigen Raketen der Russen. Och, meine Fresse, warum blabbelst du dazwischen? Ja, weil du einfach Schwachsinn redest, Mann. Das ist kein Schwachsinn. Natürlich ist das Schwachsinn in dem Zusammenhang, worum es ging. Hoffentlich kommen 20 Millionen Iraner und marschieren einfach Richtung Israel. Das würde mich freuen. Da können sie so viel Iron Dome Raketen haben, wie sie wollen. Naja, dieses Iron Dome ist ja bloß eine modifizierte Version. Da haben die Rasenmäher wie eine Railgun reinhalten in 10 Millionen Iraner. Ey, also Waffenüberlegenheit ist sehr entscheidend. Du weißt, dass die arabische Liga hat gestürmt. Was haben sie geschafft? Gar nichts. Mega die Verluste, mega Milliarden in den Sand gesetzt. Wir Araber, wir haben Geld. Qualität statt Quantität. Egal, Mann. Aber René, glaubst du, ich habe den Hüller ein bisschen getriggert mit den PR-Erfolgen? Ist meine Meinung. Weil es dreht sich ja bei ihm alles letzten Endes darum. Ja. Ja. Also im Prinzip ist das sein Grund, warum er jetzt hier bei Facebook oder sonst wo hier rumrennt oder hier bei YouTube. Das ist eigentlich der Grund. Ja. Mhm. Er braucht halt die Bestätigung. Der Manuel hat ja wenigstens noch einen richtigen Grund, weil er ist ja tatsächlich Journalist. Ich habe ihm das so oft angeboten, Modelle, dass er in Deutschland auf Sozialknete machen kann. Aber er sagt, nee, ich bin Journalist und so weiter. Und der hat sich wirklich auch in mageren Zeiten immer durchgebissen. Und der ist halt wirklich Journalist. Der hat ja diesen UNO-Presseausweis und noch einen. Für mich ist das Doppelstrategie. Er ist irgendwo, bekennt er sich zur Freimaurerei. Der ist irgendwo ein Perverser. Der pinkelt irgendwelche Frauen voll, macht irgendwelche Pornos das und dann macht er einen Aufklärer. Das ist für mich hier Europa. Ja, aber der macht Monat für Monat irgendwie seine Moneten mit der Scheiße. Der sieht auch aus wie ein verstörter Junkie und Händler ohne Scheiß. Der macht trotzdem Monat für Monat sein Geld mit der Scheiße. Scheiße. Und nicht wie du ach denkst. Ach so, deshalb ist er authentisch, weil er sein Geld damit macht. Ja, okay. Ja, aber Joe, er sieht nicht so verärgert. Ja, er nimmt überhaupt keine Drogen. Aber macht er da sein Geld wirklich mit? Also ihr, oder hat er doch auch irgendwelche Sozialleistungen? Aber ist euch heute was aufgefallen? Also mir ist aufgefallen, dass Hüller und der Albo, dass die zwei sind sich ziemlich ähnlich, die sind irgendwie verbittert und haben ein Problem. Ich fand es total lustig. Der mag ja sein, dass der manchmal ein bisschen hochstapelt und dass der ab und zu auch mal ein bisschen jetzt lass doch mal bitte den Satz zu. Ich will doch nur ein, zwei Sätze eben sagen. Das mag doch schon auch sein, dass der manchmal irgendwie ein bisschen dicht ist oder irgendwie ein bisschen hochstapelt vielleicht, aber der macht da Monat für Monat seine Kohle mit. Und das muss der auch, weil der so meint, nach meinem Kenntnisstand in Österreich eben nicht diese Möglichkeit hatte, Hartz IVer zu sein und dann nur dummes Zeug zu reden. Okay.
Eben. So, dann ist er für mich auch ein seriöser, investigativer Journalist. Ja, das ist doch noch ein ganz anderes Ding. Volle Argumentation. Zum Beispiel, man macht ja da seinen, Argumentation. Ja, Joe, er hat den Sputnik in einen fetten. Er ist ein seriöser Journalist. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Ist halt ein seriöser Journalist. Der ist auch irgendwie ein Journalist, der Szenerien unterwandert und dann Frauen vollpinkelt. Okay, ach, Joe, wenn das wirklich doch, das sind unwichtige eine journalistische, journalistische Undercover-Aktion ist, er ey, war, komm, ey, hör mal, bitte, ey, Alter. Joe, er war 17 Jahre im Mainstream, er hat mehrere Privatsender mit aufgebaut, eine genau, Redakteur. Ich glaub, den das ist schon ein das richtiger, ist ein der ist ein richtiges PR-Genie, weißt du? Das, was er erreicht hat, dafür zahlen andere Millionen. Hey, Hendra, du Agenturen. Feierst auch Le Jeune, ey. Guck mal, die Peinlichkeit mit den Anrempel-Aktionen, ja, Junge, du hast auch echt... Ey, deine Truppe ist auch echt grandios. DTA, Le Jeune ist auch und, meine Truppe. Manuel Bitters, deine super. Deine... Wow, was für eine Elite. Ey, wenn man daran glaubt, an so Leute, ey, dann ist man doch Baller in der Birne. Hör mal, Le Jeune ist eine Riesennummer. Ja, super, der hat Kohle. Das ist ein abtrünniger FAZ-System, linker Schreiberling. Ach so, dann ist man eine große Nummer, wenn man für die FAZ geschreibselt hat. Genauso wie zum Beispiel, dann ist ja, ja auch der Oliver also Flesch eine große Nummer. Du fühlst dich also da schon als große Nummer, wenn du mal irgendwann im HO-Dorf im HO gesessen hast, Alter. Ach so, dann ist man eine große Nummer. Ja, nee, das ist natürlich ja, das geile Shit. So da muss man ja erstmal seine die FAZ ist schon eine bekannte Zeitung. Also so ist es ja noch nicht. Ne? Ach, ich weiß ja nicht, was die FAZ ist. Ja, aber laut Hendras Argumentation ist Oliver Flesch auch so eine große Nummer, weil er hat ja für die Bild gearbeitet. Und jetzt ist er ganz kritisch, ne? Er ist ganz kritisch, aber null also nicht gesteuerte Opposition. Naja, Joe, der Oliver Flesch hat wenigstens einen Puff auf Mallorca und vögelt sich's Hirn raus. Ja, lass ihn doch. Ja, ist mir doch egal, aber für mich ist das kein seriöser Journalist. Ja, natürlich ist er kein seriöser Journalist, aber er ist ein Meinungsmacher. Er ist ein Spezialist. Das, was der Martin, das, was Martin Hüller versucht, das macht Flesch eigentlich auch gar nicht schlecht. Er versucht... eine Community aufzubauen, so mit seinen Emotionen. Nein, und die machen alles, Geld auf Panik, ey. Und die wissen mehr. Der Oliver könnte Flash damit ist auch ein Geld Profi, machen. Einfach mit Panikmacherei, spendet mir und ich kläre euch auf. Weißt du, ey, da ist so ein. Der Oliver, der macht wenigstens Kohle, aber Martin, ich weiß nicht, was da rumkommt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da überhaupt was rumkommt, ehrlich gesagt. Das ist so krass, aber ja, die Dummheit der Menschen ist grenzenlos. Hagen Prell hat uns damit auch immer irgendeine alte Witze, unglaublich. Alle machen Kohle damit. Der Martin, der spielt immer Leute. Wenn der Martin 50 Euro hat im Monat, da springt er im Kreis und dann sagt er, Kai Orak, ich hole dich noch ein. Mit seiner Nachrichtensendung, der macht ja 300-400 Euro im Monat ungefähr. Freitag am Freitag. Das ist ja richtig heftig. Da will er unbedingt auch hin, ne? Ach so, aber da ist noch gar nicht bei 300 Euro. Ah, das ist ja interessant. Aber warte mal, das ist ja so eine Zahl. Das würde mich schon interessieren. Aber mit YouTube kann er ja nicht. Danke, Herrn Troll, für die Info. Du hast mit den Namen gerettet. Ich frage mich jetzt wirklich. Danke für die Info. Nix. Nee, das kriegt der Fall. Wir können alles andere weiter diskutieren, aber wie kommst du zu der Zahl, dass der da 300, 400 Euro macht? Wo denn? Das kriegt er mit Spenden. Nicht mit YouTube-Geldern, sondern mit Fans, die ihm das spenden. Naja, gut. Klar, da ist jeder neidisch. Also da. Das Geschäft mit der Angst. Der Pepino hier, dieser Pep Bruno, dieser komische Vogel da, der wartet auch drauf, dass die. Halt einfach deinen Maul an. Ich könnte das klasse. Also, wenn du das Geschäft mit der Angst ist ein. Wie kommst du zu das Geschäft mit der Angst? Da ist das Schlagwort. Du meinst, wie ich auf die 300 komme? Ich muss auf seiner Ebene anlegen jetzt. Das hat mir Martin Müller. Nur weil ich mal in meiner Sendung irgendwie auch mal sage, komm, hab auch gute Laune gekriegt. Und du kommst gleich so, der Pinger, was will er denn da jetzt wieder sagen? Ey, das ist immer noch meine Sendung. Hase, das mit den 300 Euro, das hat mir indiskreterweise der Martin Hüller selber verraten über Kai Orak, als sie sich noch gut verstanden hatten. Das ist tendenziell eher mehr geworden. Das ist ja, garantiert 350 jetzt. Also, ich will damit was sagen, für mich ist die eine Aufklärung unglaubwürdig, wenn er Geld für die Aufklärung nimmt. Warte mal kurz. Ganz sofort, Joe.
Aber wenn ich das könnte, ja, wenn ich da jetzt irgendwie ein bisschen reicher wäre oder so, dann würde ich trotz, dass Martin Hüller mir sagt, komm, pass auf, bei Kai Aura, der ist da irgendwie auch diese, ich würde dem was zukommen lassen. 20 Euro im Monat vielleicht oder so. Wofür? Aber ich würde das machen. Ich finde das gut, was der macht. Aber für welchen Mehraufwand? Du tust ja so, als wenn er Reisen mit dem Flugzeug machen muss, weil er da Leute interviewt. Nein, der darf auch meinetwegen von dem Geld dann irgendwann einmal im Jahr in Urlaub fahren. Der darf ins Urlaub fahren. Ja, super, spendet doch alle! Spendet! Für Schwachsinn! Hey Joe, weißt du, wie viel ich 2015 gekriegt habe mit meinem Projekt Friedensfusion und meinen dreitägigen Festivals und so? Ich habe fast 20.000 Euro zusammengekriegt. Hast du denn einen Spendenlink dann aufgemacht? Oder Nein, ich mache das anders. Das ist ja, Spende ist ja was du versteuern musst. Ich habe das ganz anders aufgedreht, mit so einem BGB-Gesellschaftsprojekt und so weiter. Also im Endeffekt ist alles steuerfrei, weil ja jede Schenkung einer Einzelperson innerhalb von 10 Jahren zu 19.900, genau, ja. Ich will nur sagen, da hat der Bernhard B. schon recht. Ich habe ja auch mal Geld damit gemacht, aber ich habe das Geld sinnvoll natürlich eingesetzt. Ich habe das nicht eingesagt oder so. Also das glaubt mir natürlich keiner, aber... Du bist ein Schlingelhändler, ich weiß das. Aber das wäre auch Quatsch. Ich würde dann 5 Euro, ich würde dann irgendwie 5 Euro für Kai Orak, 5 Euro für Dritte Jahrtausend, Dummheit, weil ich eben gerade gleich 20 gesagt habe. Ich würde niemals Kai Orak 20 Euro auf jeden Monat. Ich wäre bekloppt, wäre ich. Also, ja, aber so, ich habe schon einzelne Personen überflüssig, wenn Hase seinen Senf dazu ablässt. Also, ich bin in meiner Sendung, ich habe das eben schon mal gesagt, jetzt hör mal auf da. Falls es dich interessiert, dem Dennis Ingo Schulz haben wir 2015, als er im Prozess war, ich glaube 12.000 Euro in 2 Wochen besorgt. Na, 12.000 Euro in 2 Wochen für TTA, Martin Hüller. Jetzt ist er komplett raus, der Martin. Jetzt habe ich ihn richtig gefilmt. Ja. Aber das auf jeden Fall. Ja, Martin. Hey, es gibt ja auch. Ich überlege mir die ganze Zeit, was ich spenden könnte. Ich habe ja kein Geld, aber ich könnte vielleicht was anderes spenden. Vielleicht ein Kuli oder sowas oder eine alte Socke, keine Ahnung. Ich überlege mir das. Oder so ein Stich mit einem Regenschirm, ne? Es ja, nein, Martin, ey, Moment mal. Also ich habe ja auch nichts dagegen, dass besser der Hüller gestellt hättest, irgendwo, dann hättest du auch ein paar tausend Euro. Mir geht es darum, dass man mit Hoffnungen Geld macht. Also naja, das sind Leute, bin ich jammer. Hört doch mal eben kurz vorzu. Bitte honoriert, dass Joe jetzt gerade nicht schreit. Habe ich schon erwähnt, dass wenn irgendeiner in Bitcoin es gibt Leute, die machen mit Hoffnungen ein Geschäft und sie... Händler, darf ich? Ja, aber es ist schon eine Weile her, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß. Gibt aber Leute, die... Hast du doch bitte mal den so. Es gibt Leute, die froh darüber sind, wenn es irgendwo oppositionelle Haltung gibt. Und wenn da jemand sich so anbietet oder sich so verkauft, dass er sagt so, ey, ich werde euch da rausholen, ich werde jetzt richtig Klartext raushauen, ja, da sind die Leute spendenfreudig und sie denken sich, Moment mal, den will ich finanziell unterstützen, damit er möglichst viel raushaut. Aber es ist echt, in der ganzen Szenerie, in dieser virtuellen Szenerie, ist es zu 90% so, dass es echt missbraucht wird. Dieses Geschäft mit der Angst. Es ist ein Geschäft mit der Angst. Ganz einfach. Und ich wüsste nicht, wer von diesen Spendenannehmern mich wirklich weitergebracht hat. Also Joe, pass auf. Ich werde niemals spenden für jemanden, der mich weiterbringt, ja, sondern derjenige wird sich aufopfern. Und das lass die Leute antworten. Wiederhol doch nicht immer, was du sagst, nochmal. Ja, das ist unglaublich. Lass die Leute antworten. Merk dir, was du gesagt hast. Ja, bitte, Hendra, ich bin ganz offen. Friedensfusion, mein Projekt. Ich habe den Leuten keine Angst gemacht, sondern wir haben uns das überlegt. Das haben ja alle gemacht. Wir haben so eine Art Festival-Stimmung gemacht, so Kumbaya, gute Laune haben wir verkauft, verstehst du? Ja, und dann ist ja ganz, dieses Hippie-Festival wieder. Genau, und ganz locker flockig dann aber knallharte Nazi-Verschwörungsthemen, wie die Rothschilds beherrschen die Welt, die Fed und so weiter. Ja, aber das ist das Desinformation. Joe, das ich habe eben ist doch was keine gesagt, Desinformation. Ich das stimmt ernst. Alles, du kannst das jetzt wahrscheinlich nicht mehr, Entschuldigung, Händler, lass mich eben. Joe, ich habe eben was gesagt, das war ein ganz, ganz kurzer Satz und du kannst es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr nachholen, aber fürs nächste Mal.
Ich hatte gesagt, merk dir, was du gesagt hast und lass die Leute antworten. Und du, ich wette, du weißt jetzt nämlich auch schon wieder nicht mehr, was du gesagt hast. Und das nervt auf Dauer. Auf das Geschäft mit der Angst mit vielem, hat er gesagt. Ey, es ist uns zwei, du wolltest uns zwei zumachen. Du wolltest uns zwei zumachen. Aber Hase, wenn ich eine Interaktion habe, jetzt gerade mit Hendra, dann lass es doch nur mir, wenn ich ihn unterbreche. Du sagst irgendwas ganz langes hinzufügen oder eine Frage stellen. Du sagst irgendwas ganz langes. Du ermöglicht es ja. Hier kommt man sowieso nicht mehr zu Wort. Also, das ist wichtig, dass derjenige, der am wenigsten zu sagen hat, redet am meisten. Und das ist Hase. Genau, und Martin Hüller, vergiss nicht, die größte Cash-Maschine bin ich nach Tillmann Knechtel. Meine Leute sind die wichtigsten PR-Protagonisten. Okay, du willst das auch nicht mehr. Er haut ab. Ja, es ist jetzt auch später. Dann ist das jetzt zu klären so langweilig wie sonst was, weil wir haben. Doch, also, lass doch Hendra ausführen. Du redest einfach, obwohl es nichts. Ach, sei doch nicht immer so gemein, Joe. Du musst doch netter werden. Wie sich dieses. Guck mal, Hendra, ich kann auf ruhige Art und Weise reden, aber es ist echt nervig. Joe, du wenn ich mir deine Argumentation anhöre, irgendwo einschreite und sage, ey, Moment mal, Hendra, da muss ich mal kurz reingrätschen, dann ist es ein kurzer Kommentar. Wenn dann Hase seine Stimme erhebt, dieses Krächzen, und dann wirklich sein Krächzen in den Vordergrund gerät und er ist zerredet, das Thema, ja, das ist scheiße für mich. Scheiße. Ganz einfach. Joe, du brauchst schöne Erfahrung. Auf. Du musst den Tag immer so verbringen, dass du schöne Erinnerungen hast, an die du dich gerne erinnerst. Ich habe heute einen schönen Tag. Ja. Ach, das freut mich für dich. Alhamdulillah. Ja, danke. Ey, ohne Chance. Ey, man muss gönnen. Du weißt, was das heißt, ne? Hack. Ne? Ist ja. Der Hack? Ja, wenn ich 10 Kilogramm Entrecote habe, dann verschenke ich auch mal 5. Also, jetzt macht's gut, Leute. Hast du... Was habe ich? Ach, nix. Da wünsche ich dir Hendra, auf jeden Fall einen angenehmen Tag. Ich habe immer noch... Du bist das absolute Hardcore-Kaliber hier überhaupt im Dorf. Ja, genau, also, Joe. Das schon war... Nee. Joe, besorg dir ein Knackrohr. Joe, wenn du dir ein Knackrohr besorgst und einen Hausmeisterschlüssel, wird das dein Leben verändern. Ja, du hast mir das da auf jeden Fall erzählt. Und ich habe dir gesagt, Hendra, ich wiege 120 Kilo. Meinst du, ich habe leider an irgendwie, ey, das musst du dem Teufelshahn erzählen, Hendra, nicht mir. Ach so. Lass dich da jedenfalls vom Ramadan nicht stressen. Ich hab Reserve. Ich kann auch eine Gaseinstellung von Putin verkraften. Mensch, lass mich doch mal. Mal, wenn das drei Monate weitergeht, ich bin immer noch. Ich kann mal einen scheiß Witz erzählen, ey. Das aber ich rede gerade mit Hendra. Ich stehe erst bewusst. Du redest ja immer, Mann. Ja, dann rede du jetzt. Bitte. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, aber... Ach, was weiß ich. Also mach dir dann halt. Das ist unglaublich, wenn ich sage, dann rede du jetzt, dann sagt er, ich habe keinen Bock mehr. Ich mach jetzt gleich. Wie der mich aufregt. Ja, ich mute mich. Bitte. Ja, jetzt ist auch egal. Jedenfalls da, komm gut zu liegen. Danke, danke. Einen gesegneten Rest Ramadan an euch alle, an die Muslime, die auch mitfasten. Es ist eine schöne Zeit, in der wir leben. Sehr spannend und gebt auf jeden Fall nicht zu viel Geld aus, denn vergesst eine Sache nicht, Inflation bedeutet nur, dass die Leute bereit sind, unverschämte Preise zu bezahlen. Tut das nicht. Wenn was zu teuer ist, kauft es nicht, verweigert den Konsum. Nee, aber solange du genau weißt, was... Aber Hendra, das ist Desinformation. Du meintest, es geht nicht zu viel Geld aus, aber in einer Inflation... Moment, jetzt sollten wir gleich... Entschuldigung, da musst du jetzt einen Moment warten. Aber wenn du jetzt im Moment irgendwie ganz was Bestimmtes willst und genau das siehst, dass du da im nächsten Monat kostet das Doppelte, ja, dann aber zuschlagen, oder wie würdest du das sehen? Naja, das Problem ist, Hase, es gibt nichts, was ich unbedingt will, weil ich einfach alles habe. Ich brauchte mein Gimbal doch unbedingt. Ein Gimbal? Ja, ja. Ich hab so ein schönes Gimbal mit vier Riesen. Ich hab jetzt ja auch eins und das hat noch 100 Euro gekostet. So. Oh, das ist aber ein Vorteil. Also, da habe ich umgekehrt gedacht. Da habe ich wirklich ganz, ganz schnell gekauft. Kann man den Akku wechseln? Du weißt ja gar nicht, was da noch kommt jetzt. Kann man den Akku wechseln bei deinem Gimbal? Oder ist der intern? Ja, Fachmann, ja. Also, der geht bestimmt. Ist jetzt, Yobi ist, glaube ich, schon, dann müsste irgendwo ein Tutorial geben, wie das geht. Na,
Das Problem ist nämlich, es gibt, glaube ich, nur zwei Hersteller, wo du den Akku wechseln kannst. Und das ist ganz wichtig. Aber was soll's. Jetzt schlaf schön, mein Lieber. Ja, ich habe eine dicke, fette, ja, du auch, aber ich habe eine dicke, fette Powerbank. Die wird das erstmal richten. So. Du machst das sehr schön. Ja. Kleiner Tipp, halt einfach das Handy ruhig in der Hand. Keiner ich habe ja da diesen scheiß Fackel nicht an den Gardinen von Albo rum, okay? Kann nichts dafür, auch wenn er sie als Schutzschild benutzt. Nee, besorg dir ein Knackrohr. Mit dem Knackrohr bist du sonst gibt es Kollateralschaden und das wird auf einem Tribunal abgerottet. Joe, also, du musst ein Panzerknacker werden. Panzerknacker, Panzerknacker. Verstehst du? Brauche ich nicht. Der Krieg und das Chaos und die Inflation sollen dir nichts anhaben. Wer dein Panzerknacker? Kann ich nicht. Ich habe Gottes Segen. Und wenn ich anklopfe, dann wird geöffnet. Wenn ich frage, habt ihr Brot, dann wird mir Brot gegeben. Verstehst du? Ich verlasse mich da voll dann auf bist die du Menschlichkeit ein Heiliger, und auf Gott. Ja, ist so. Das wird auch so sein. Ist wirklich so. Na gut, ich bin leider keiner. Aber ich gebe mir Mühe, einer zu werden. Ey, hör auf, Scheitern zu dienen. Nein, das tue ich nicht. Das ist, denn du musst, nein, pass auf, wenn du sagst. Ey, dein Avatar sieht schon so. Also ich will jetzt nicht irgendwie auf Fressen rumreiten. Joe, wenn du mich auf Telegram anschreibst, dann schicke ich dir. Du bist auch manchmal sehr bösartig, aber vielleicht muss man das. Wenn du willst, ich kann dir das Originalbild schicken, von dem ich diese Szene habe mit dem Gesicht, wo ich das raus. Das ist in Vrsar in Kroatien in einer. Ja, ich weiß, wo Vrsar ist. Ich kann dir das Original schicken. Ich werf dir das nicht vor. Ich sag nur. Nein. Du hast so einen Doppelgeschmack. Einmal der erleuchtende Händler, aber dann auch wieder der Befehl. Ja, Moment, Joe, du musst wissen, nach der Scharia, wenn du was aus dem Mülleimer rausnimmst, das ist kein Diebstahl. Verstehst du, wenn du Lebensmittel aus der Mülltonne holst, das ist bei uns bei den Supermärkten so, die schließen ja die Mülltonnen ab und wenn du da was rausnimmst, was die wirklich verfaulen lassen und Leute haben Hunger, das finde ich schon traurig. Und ich kann dir sagen, Öl und Mehl schmeißen sie nämlich auch weg. Das ist nur eine Verarscheaktion im Moment. In der Offenbarung heißt es fast nicht den Wein und das Öl an. Tatsächlich. Interessant. Ja, muss man. Na gut. Das Öl und den Wein. Oh. Mein Gott, was die wegschmeißen. Ich hab voll den Stress, weil ich zu viel raushole. Und Madame, eines der Zwischenlager, beschwert sich, weil alles voll steht mit dem Kremp. Auch wenn es nur für ein paar Stunden ist, wenn es dann weiterverteilt wird. Aber naja, das sind so die Sorgen, die ich habe. Schon wieder Südfrüchte. Du bist Millionär, ey. Die Leute haben das hochgerechnet. Du hast mal erzählt von deinen Bitcoins, die du hast. Dann haben irgendwelche Leute hochgerechnet. Ich weiß nicht, ob die jetzt übertrieben haben oder untertrieben haben. Aber das klang so, als wenn du 16 Millionen so am Start hast. Naja, 400 Stück ist schon eine Menge. Also. Ja, rechne mal hoch. Sag mal 400 Bitcoins. Kannst du das mal bitte hier für Normalsterbliche hochrechnen, was ein Bitcoin an Wert hat. Im Moment $45.000, also 400. Okay, mal 16. 10, ja, 400.000, also 16, 17 Millionen 1, Dollar ungefähr. Ja. Echt? Hast du so ein Kapital? Also nicht übel. Ach, ja, wenn ich will, aber ich habe kein Interesse, Immobilien in Deutschland oder Europa zu kaufen. Darum habe ich auch kein Bedürfnis, hier das in liquide Mittel umzuwandeln. Ich habe keine Lust, irgendwas zu kaufen. Ich habe alles verkauft hier. Der einzige Albtraum, den ich habe, ist, dass mein seliger Vater, Gott bewahre, stirbt. Dann erbe ich zwangsweise viel zu viel. Ich hoffe, er wird 100 Jahre. Das muss man ja auch verwalten, ne? Das Erbe. Ja. Aber Händler, jetzt mal ohne Witze. Hä? Mal ohne Witze. Ich merke ja, du bist anscheinend sehr wohlhabend. Du bist ich sag mal, über allgemein gebildet, also mich beeindruckt hat wirklich. Ja, ich habe studiert und so, also. Ja, das weiß ich ja, Jura und hin und her, du hast in Anwaltskanzleien gearbeitet, aber weißt du, was mich irgendwo, was dich so interessant macht für mich, dass du wirklich im Grunde genommen
könntest du dir einen Lenz machen, so. Auf irgendeiner Insel. Aber dass du, dass dich wirklich dieses Weltgeschehen so befasst, finde ich schon. Ein Muslim muss sich immer um die Politik kümmern. Und wir Muslime, natürlich gibt es den Dschihad mit sich selber, aber wir Muslime sind alle auch dazu angehalten, dass es einen islamischen Staat gibt und dass die Unterdrückten befreit werden. Also das ist schon auch ein politischer Imperativ. Jeder Muslim befindet sich im Grunde genommen im permanenten Kriegszustand. Mhm. Ja, und es gibt jetzt gerade kein Kalifat und das Unrecht ist maximal, die Lüge und so. Und wir müssen schauen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Jeder Muslim auf der Welt muss hart daran arbeiten, dass wir wieder ein Kalifat haben. Ich glaube dir nicht, dass du an einen Strang ziehst mit, ich sag mal, mit einer Bewegung aus den Lehren von Mohammed. So, ich glaube dir das nicht. Doch. Also das tun viele Muslime. Wir sind nicht mal organisiert, weil die Religion selber gebietet uns. Glaubst du ihm denn, dass es ein Moslem ist? Joe jetzt? Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Weil da gibt es viele, die sagen... Er ist da sehr bewandert in dieser, ich sag mal, in dieser Religion, da ist er bewandert. Ich sag das mal jetzt klipp und klar. Also Hendra ist ja mit Sicherheit da drin bewandert und der instrumentalisiert das auch, diese Bewegung. Manchmal will er schocken. Ich weiß nicht, also Hendra ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Der ist wahrscheinlich ultra-intelligenter und ich kann seine Strategie nicht durchschauen. So, für mich ist er ein Dreifachagent, weil er vertritt eine Menge Meinungen. So. Nein. Also ich will jetzt nicht Hendra anpissen, so, da habe ich ja Ehrfurcht vor. Das hier sind die Nicht-Muslime und ich versuche eigentlich nur, nachdem immer Feindschaft gegenüber dem Islam angeregt wurde, völlig zu Unrecht, versuche ich einfach nur Sympathiepunkte und Interesse bei den Nicht-Muslimen zu wecken am politischen Islam. Das ist alles, was ich probiere. Ja, aber Hendra, du hast mal erzählt, dass in deiner Moment, das fand ich jetzt interessant, wie er den politischen Islam da jetzt raushebt. Der Islam hast ist du da, der politische Islam. Hast du da gehört, was der gesagt hat gerade? Ich habe das gehört, aber du weißt nicht, was der politische Islam ist, Hase. Der politische Islam. Ja, das glaube ich aber wohl. Joe, der politische Islam. Da hat er aber klar unterschieden, ohne den kirchlichen Islam, muss ich das jetzt nennen. Weil also kirchlichen Islam. Hase, okay, das ist der bursche Punkt, den ich jetzt erstes Mal höre. Ich erkläre es dir. Es gibt der laizistische und der moderne Islam. Das ist dummes Gerede, das ist einfach falsch. Es gibt nur einen Islam und der eine wahre Islam, den es gibt und der für alle gilt, hat einen politischen, klaren Imperativ. Wir haben eine Verfassung, wir haben Gesetze, wir haben den Anspruch auf einen Staat. Das heißt, was meinst du, Hendra, würde ich untergehen in einem islamischen Staat? Ich glaube nicht. Nein, das heißt, egal. Lass mich doch bitte mit Hendra. Das ist unglaublich, wenn ich zwei Worte sage, dann redet Hase. Ich knüpfe an, du kommst wirklich sofort rein. Aber das heißt, egal wo ihr hinkommt, ihr habt den Anspruch an einen Staat sozusagen. So, da darfst du wieder rein. Ich wollte nur eben, er hat mit das heißt geendet und ich wollte da anschließen. Das heißt nicht, Hase, dass wir, das Kalifat darf sich natürlich nur im Territorium befinden, wo es Sinn macht. Wir haben nicht den Anspruch, dass wir die ganze Welt zum Kalifat machen. Das wird auch nie geschehen. Doch, das ist das Ziel. Die ganze Welt. Nein. Doch, nein. Das ist das Ziel. Erzähl es ist sogar prophezeit. Nach deiner Erklärung ist das aber so. Nein, ihr habt doch gehört über die Römer. Ihr habt ja alles, ihr habt ja die Gesetze, die Grundgesetze, das ja, also richtig. Alles habt ihr dabei und dann bitteschön und egal wo ihr kommt, da ist das dann so. Heißt das, ja. Hast du gerade selbst gesagt. Ja, ihr habt doch gesagt über den Paul, den Teufelsmann, dass er immer über die Römer redet. Das Kalifat ist das wird doch niemals... egal, was der Paul redet. Da habe ich da heute schon genug. Boah, bitte nacheinander, Hase, hör auf, dazwischen zu krächzen. Nein, wenn was sorry, ich habe auch jetzt ein bisschen was getrunken. Ja, gut, nein. Ja, dann lass doch einfach ausreden. Kurz. Ist das zu schwer? Ich mach's ganz kurz. Das Kalifat wird niemals über die ganze Welt, im Gegenteil, das ist uns ja prophezeit.
Aber es muss eine Alternative geben. Ja, im Gegenteil, das ist ja prophezeit. Moment mal, Hendra, ich unterbreche jetzt. Es ist doch die Prophetie. Der ganze Globus wird, ich sag mal, islamisiert. Das ist doch das Ziel. Und du sagst, nein, das ist ja nicht das Ziel. Das heißt, du lügst. Nein, was heißt das Ziel? Natürlich ist das Ziel der ganzen Menschheit zu verkünden, aber wir wissen, dass wir werden nicht die neue Weltordnung, die UNO, die versucht auf der ganzen Welt ihr System durchzudrücken. Aber ja, aber du musst jetzt nicht abwägen. UNO. Im Moment, das ist aber für mich schon interessant, wenn er jetzt wirklich da an dem Punkt, den finde ich nun wirklich sehr wichtig. Das ist immer noch meine Sendung. Warte bitte so, warte bitte so, warte bitte so, weil der Gedanke ist sonst auch schnell weg, wenn du jetzt da anfängst. Das ist immer, aber der Punkt, also du meinst, die Muslime, die versuchen zwar auch einerseits, komm, will euch nicht viel widersprechen mäßig, auch irgendwie das alles zu erobern, aber die gehen nicht so vor wie diese Westliche, die dann wirklich alles überzeugen wollen, egal auf welcher Seite sie stehen und wenn sie nicht dabei sind. Wie ist das denn? Ja, aber Moment, ey, ja, diesen Unterschied würde ich da schon gern einfach eindeutig mal beleuchten. Und jetzt wir wollen freiwillig wieder abweichen, okay? So. Wir wollen, dass die Menschen freiwillig erkennen, dass das das Beste ist. Wir verstehen. Ach so, freiwillig. Ja. Ja, lass was doch mal deinen Gedanken zu. Du musst dich doch auch erstmal einlassen. Wieder an und der redet also ich dazu. Bin überzeugt, dass für das, was jetzt gefordert wurde, Joe, bitte hör mir zu. Ein Kalifat. Ich bin auch kein Idiot, ich bin kein Martin Hüller, aber ich warte, es war jetzt gerade wirklich eine ganz heiße Geschichte. Das wir Kalifat setzen den Westen mit dem Moslemtum mal gegenüber. Was Westen und Moslem? Oh und Gott. Ich will, das kann nicht wahr sein, dass der das nicht will. Ja? Wer bezahlt dich, Joe? Was? Ja, hey, du vergleichst das kann nicht Westen wahr sein, dass du das nicht begreifst. Und du sagst, das sind die Gegenspieler. Pass mal auf, im Westen ist der Islam schon drin. Und du hast immer noch dieses Denken, der Westen und der Islam. Okay, wir können das vergessen, Joe, aber du kannst nicht mithalten. Also das ist nicht wahr, dass du jetzt nicht hier diese Show machst, die du jetzt gerade machst. Was? Ja. Rede bitte weiter. Nee, lassen wir es. Also, wenn Endra den Faden jetzt noch hat, spinn's nochmal aus. Ja, jetzt weiß also pass ich auf, Fall, das Kalifat, was das Kalifat darf seine Leute nicht unterdrücken. Die Leute sind schon freiwillig im Kalifat und aber es hat immer. Das ist nicht freiwillig, die Jizya ist eine Zwangsabgabe. Bis 1922. Ja, ich richtig. Ich hätte den Vergleich gerne weitergehört. Natürlich. Oh Gott, warum redet Hase dazwischen, wenn ich. Ja, weil es meine Sendung ist, verdammt nochmal. So, ich rede ganz nicht. Einfach dazwischen, weil es meine kurz. Sendung ist. Verdammt nochmal, ich mache an dieser Stelle Feierabend. Nee, meine nicht. Nee, ganz kurz noch, wieso ist es unredlich, eine 2,5%ige Steuer zu erheben? Und ja, die Steuerzahlung ist Pflicht, das sagt die Scharia. Und diese Steuern musst du bezahlen. Aber wieso machst du da der Scharia einen Vorwurf für die 2,5% Steuern, die jeder zahlen muss? Für die einen heißt es Jizya, für die anderen Zakat. Das ist doch nichts Unredliches. Weißt du, hier in Deutschland zahlen wir 80% Steuern. Wir nur 2,5%. Dazu und kann ich was sagen. Wirfst du uns das vor, Joe? Das nein, ist ja ich sag lächerlich. Dazu mal was. Ich sag dazu mal was. Also die Jizya ist ja irgendwo eine Steuer nein, das oder. Es ist keine Strafsteuer. Es ist einfach nur eine Steuer für die Nicht-Muslime in selber Höhe wie die Muslime, nur dass sie halt anders heißt. Bei uns Muslimen, wir müssen 2,5% Zakat zahlen. Und da Zakat ist für die Armen. Seid, für die Armen. Ja, das ist wie eine Sozial, und, also und so eine Jizya, Sozialkasse. Ja, und die Jizya ist einfach nur eine andere Bezeichnung, weil die Nicht-Muslime sind ja nicht aus religiösen Gründen verpflichtet, diese Abgabe zu bezahlen. Also zahlt ihr sie mit einer anderen Absicht im Herzen als die Muslime. Und das bezeichnet man dann halt als Jizya. Das ist doch logisch. Ich wusste das nicht. Also ich finde das ja in Ordnung. Was verstehst du da nicht? Das ist doch, also, pass mal auf, wenn ein Deutscher 5% Inländersteuer zahlen muss und ein Ausländer, der in Deutschland lebt, der zahlt dann eben nicht 5% Inländersteuer, sondern was weiß ich, Ausländersteuer. Aber im Endeffekt zahlen beide. Aber Hendra, mir geht es nicht darum.
Darum geht es mir nicht. Was ist jetzt da dann ungerecht? Das heißt ja auch im Christentum, du sollst den Zehnten abgeben. Das heißt 10%. Ja, eben, bei uns nur 2,5%. Also bei den Christen ist es ja 10%, also den Zehnten sollst du abgeben für Spenden. So, weißt du, das ist ja nicht irgendwie mir fremd. Und natürlich, das sind irgendwo soziale Leistungen. Wenn man ein System aufrechterhalten will, ich sag mal auch das Scharia-System, das ist ja auch sehr gut durchdacht, auch das Bankensystem ist auch, finde ich auch sehr interessant. Auch diese Zinslosigkeit, dass es Sünde ist, Zinsen zu nehmen, nicht Leistung zu erbringen, nur durch Verleih irgendwo sich zu bereichern, das ist ja irgendwo auch verpönt, sage ich mal, auch im Islam. Aber dennoch dieses Aufzwängen. Das versuch dich, was heißt aufzwängen? Es gibt halt. Weil Gesetze nicht die Europäer wandern aus in islamische Länder, sondern andersrum. Und jetzt frag dich. Nein, das stimmte nicht. Über 1000 Jahre sind die Leute aus Europa ins Kalifat eingewandert, weil bei ja, uns. Ja, aber das sind besser. Andere Zeiten. Aber gewesen. Joe, entschuldige, mach dich von dieser Negativität frei. Versuch die Dinge objektiv zu sehen und sag mir, dass unsere westliche Gesellschaft. Ich meine, der einzige Grund, warum man sagt, sie ist gut, ist, weil ich wir erstens ich verabscheue in ihr Leben. Die westliche Gesellschaft. Nein, du musst sie nicht verabscheuen. Du musst erkennen, ja, warum sie so ist, wie sie ist. Warum verabscheuen? Wir leben hier in Deutschland in einem paradiesischen Wohlfahrtsstaat. Das muss man nicht verabscheuen. Aber was man verabscheuen muss, ist die Verlogenheit. Ja. Dass wir eigentlich gar keine Demokratie sind, dass wir gar keine Prinzipien haben. Dass wir völlig willkürlich sind. Genau, diese Prinzipienlosigkeit. Ja, genau, das kann man ablehnen. Aber die gute Absicht, der Fehler ist der, dass wenn die Menschen selber Gesetze machen, kommt nur Scheiße dabei raus. Und drum befolgen wir nur die Gesetze von Gott. Und die sind alle perfekt. Da gibt es auch keine 4-Corona-Impfungen. Und setzt der. Da mal, bin ich ja nicht so sicher. Ne? Doch, da bin ich mir sehr sicher, weil nach objektiven Maßstäben die Corona-Krankheit nicht so gefährlich ist, wie, ja, wie die Pest oder Typhus jetzt. Oder andere ja, Säure. Aber ist das, also, da weißt du. Jetzt kommen wir gleich zum PCR-Test und ich konnte wieder nicht so. Um da zu sagen. Aber ey, was man kann ja immer nur da beobachten, wo man ist. Weißt du, was ich meine? Ich hätte ein interessantes ja, Gespräch aber jetzt hören aber wir Hase auch. Muss Joe, halt sein Organ Joe soll sich von seiner Negativität freimachen und Hase, ja, der politische Islam, der Islam, es gibt nur einen Islam und der ist immer gleich und der hat immer einen politischen Imperativ. Ja, das und heißt immer nicht, haben auch alle gesagt. Und eben, genau das heißt das, aber nicht... Da muss genau, man der Islam, der nutzt auch... Ich sag mal, als trojanisches Pferd. Hat zum oh Gott, Teil ey, das ist so anstrengend, gegen ihn anzuschreien. Und zum Teil stand da einfach auch, nie haben alle gesagt. Nie Mann, hat du jeder sagst gesagt. Nichts, ey, obwohl du viele Wörter bedienst. Und das stimmt. Na gut, sobald jetzt. Sobald ich mal ein Wort erhebe, wird Hase dazwischen reden. Ja, jetzt und wenn hab ihr ich meint, erstmal wieder so ein bisschen wenn ihr meint, hier raus. Ich doch gesagt, sobald ich mein Wort erhebe, wird Hase dazwischen reden. Hab ja, ich doch gesagt. Und ich bin ein schön. Prophet, verdammte Scheiße. Astaghfirullah. Der Blitz soll dich treffen für das, was du gesagt Endra, hast. Endra, möge Gott dich elender Heretiker. Ohne Scheiße. Ich immer bin kein Heretiker. Für ein paar Zuschauer. Er ist ein Störfaktor, der Hase ist der Störfaktor. Ich hätte mich gerne mit dir über... ein paar Sachen unterhalten, ja, ja. Aber es ist nicht aber ich hoffe, möglich. Ich hoffe, dass ihr in wenigen Jahren sehen werdet. Ich glaube, du magst werdet. Das auch, dass es nicht ermöglicht wird. Ich hoffe, dass in ein, zwei Jahren es wieder ein Kalifat gibt. Ich schätze zwei, also nächstes Jahr ungefähr, habe ich ja gesagt, das ist der Plan. Ich bin ein Bücherkenner, ich bin ein Bücherkenner und die sollen in Ruhe gelassen werden, das weißt du. Ich ja, empfehle ja. dir, diesen Kanal zu gucken im Auftrag des Islam. Guck dir den Kalifatkurs an, den Korankurs. Oh, Hendra, ich guck mir guck dir so das an. Ich guck Sinn, mir wirklich. So einen Krempel auch an. Glaub mir das. Sehr gut, sehr gut. Alhamdulillah. So, jetzt macht's gut, Leute. Ja. Und keine Sorge, in 2024 besitzen wir alle nichts mehr außer Zwangshypotheken. Gute Nacht.
Ja, ich habe einen Kanal mit 1180 Abonnenten. Ja, gute Nacht dir auch. Halleluja, Halleluja, Hase, Halleluja. Halleluja, weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet eine Menge, Alter. Da glaubst du gar nicht. Ich frage Hendra und er antwortet. Lobet den Herrn, heißt es. Moment, nein, nicht sagen. Hase, du sagst jetzt, was das bedeutet. Das bedeutet, dass ich da einfach so live von draußen streamen kann. Ach so, das heißt Halleluja. Das bin ich im derzeitigen, insgesamt im derzeitigen Kontext. Du kannst nichts sagen. Du redest nur. Nee, pass auf. Ich sag's dir anders. Ich wünsche euch allen gute Nacht und mach noch ein bisschen Musik.